So. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 10.11 Uhr, Dienstag, der 16. Juni. Wir haben eine sehr volle Tagesordnung. Wir haben sehr viele Anträge, wie ich finde. Etwas unerwartet, nachdem wir letzte Woche kurz abgefragt hatten, wie viele Anträge wir so haben, haben sich echt noch mal Leute hingesetzt und noch eine Menge zusätzlich entwickelt und entworfen. Ich sehe von der Anzahl der Leute, wir sind beschlussfähig. Wir haben heute den Wirtschaftsprüfer im Haus, der unsere Zahlen im Laufe des Tages halt prüfen wird. Es kann sein, dass ich da ganz kurz zwischendurch raus muss. Da würde ich dann vielleicht vorschlagen, dass heute Joachim und Simone zwischendurch vielleicht kurz die Tagesordnung übernehmen, immer so für ein Viertelstündchen. Da wollte ich auch vorschlagen, dass wir nach der Sommerpause vielleicht überlegen, mal die Sitzungsleitung unter den MDL auch rotieren zu lassen. Bitte? Es ist sogar eigentlich Beschluss, genau, dass wir das halt auch mal dann ansetzen, damit man in die Übung kommt, zweite Woche, was nicht schaden soll. Ich würde dann offiziell in die Tagesordnung eintreten wollen. Es ist Top 1, die Abstimmung über die nicht öffentlichen Teile. Wir hatten da gestern einige Punkte, die dann kumuliert waren. Das ist einmal in dem Bereich Personalia, das ist Moni-meine Wenigkeit, das ist nachrichtlich, das ist nichts Wildes. Gibt es drei Punkte, die wir haben, das müssten wir in 10 Minuten geklärt haben. Dann gibt es einen, bitte nicht wundern, Antrag, den wir fraktionsöffentlich diskutieren möchten. Der ist für das nächste oder übernächste Plenum und da möchten wir nur halt vorab schon mal die Lage geklärt sehen. War eine Bitte von Lukas. Dann haben wir anstehend ja eine Vizepräsidentschaftswahl und da möchten wir auch kurz, vielleicht geht das sogar in weniger als 10 Minuten. Dann haben wir relativ wichtig die Erläuterung und unser Okay für das Sondervotum der Enquete. Ach, jetzt habe ich die der Enquete 3. Genau, danke schön. Und jetzt hatte ich aus Versehen übersehen. Und wir haben halt noch Kleinigkeit zu klären im Bereich der Enquete Handwerk. Auch da würde ich sagen. 6. Genau, das ist EK 6. Danke, Dietmar. Nicht 5? Nee, 5 ist. 5 ist Familie. Ach, SPD. Ja, stimmt. Stimmt. Die Enquete ÖPNV ist 4. Es sind sehr viele. Demzufolge nach hätten wir einen nicht öffentlichen Teil von 60 Minuten, was relativ sportlich werden wird. Wir müssen zusehen, dass wir da durchkommen. Hat dazu jemand jetzt gerade noch Anmerkungen? Spricht sich gegen diesen öffentlichen Teil aus? 60 Minuten reichen nicht. Aber gut. Ja, werden wir sehen. Deswegen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Bericht zu Top 2, in den Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und wir sehen schon, dass Ingo berichten wird, dass... Ingo, bitte. Wow, was für eine Showtrippe. Das ist fast wie im Fernsehen. Schönen guten Morgen. wir hatten gestern einen sehr erfolgreichen PR-Tag mit über 56 Hits in den Zeitungen Land auf, Land ab zu der IT-Sicherheit und Infrastruktur hier im Landtag, auch mit Bezug auf den Bundestag, mit einigen Zitaten von Daniel Schwert aus unserer Pressemitteilung, die wir zusammen mit Saarland am Freitag verschickt hatten. Wir sind jetzt gerade in der Abstimmung für eine PM mit zwei anderen Fraktionen im Haus zu einem Antrag, zu dem wir später sicherlich noch genauer kommen. Außerdem liegen mir jetzt mittlerweile die Fotos vom Jugendlandtag vor und auch einen Bericht, den der Olaf dankenswerterweise geschrieben hat. Beides werden wir dann heute online stellen, sodass man sich da in einer entsprechenden Galerie und Textgeschichte durchklicken kann. Außerdem möchte ich euch noch kurz
sensibilisieren für das nächste Projekt, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben, und zwar den nächsten Flyer Piraten wirken. Ihr erinnert euch, das haben wir nach einem und nach zwei Jahren auch gemacht, also ist es jetzt so langsam an der Zeit, auch mal die dritte Ausgabe vorzubereiten. Wir haben dafür einen Sammelpad geschrieben, den Link kann ich gleich gerne auch ins Protokoll kopieren, und haben alle Referenten angeschrieben, euch glaube ich sogar in CC, worauf hinweisen und um tatkräftige Mitarbeit bitten. Wir bräuchten zu jedem Thema, zu jedem Erfolg, zu jedem Bereich mindestens einen Absatz von, wir haben jetzt mal vorgeschlagen, 800 Zeichen inklusive Leerzeichen. Auch da nochmal die Definition von Erfolg kann man sicherlich breiter fassen, so wie wir es im letzten Jahr auch gemacht haben. Also nicht nur unsere Anträge, die tatsächlich auch durchs Plenum gingen, sondern auch da, wo wir die anderen vor uns hergetragen und hergepusht haben, sprich wo beispielsweise unsere Anträge abgelehnt wurden, dann aber kurze Zeit später mit einem ähnlichen Inhalt von einem anderen Absender durchs Plenum durchgewunken wurden. Sowas kann man natürlich auch entsprechend gut formulieren. Das würden wir alles gerne in diesem Flyer Piraten wirken Teil 3 zusammenfassen. Wir haben uns selber eine Deadline vom 10. Juli gegeben, weil wir davon ausgehen, dass jetzt diese und nächste Woche mit Plenum relativ voll sein wird, sodass dann noch zwei Wochen da sind, wo man das da eintragen kann. Wir wollen mit diesem Inhalt, der da zusammenkommt, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal dieser Piratenwirken-Flyer, dann aber auch werden wir wieder das große RTL-Sommerinterview mit Joachim haben Mitte August. Da hat es sich auch im letzten Jahr sehr gut erwiesen, wenn man dann diese Inhalte als Briefing, als Basis hat. Und also von daher bitten wir da um tatkräftige Unterstützung seitens der Referenten, aber natürlich auch von euch, den lieben MDL. Vielen Dank. Gibt es da, ich sehe die erste Nachfrage, Joachim? Ich weiß, wir spielen zwar hier auf Landtagsebene, aber ich weiß auch nicht, inwieweit das alle wissen. An mir ist das gestern vorbeigegangen, weil ich anderweitig im Einsatz war. Die neuen Entwicklungen im Rat von Köln, ob wir da nicht fraktionstechnisch das wohlwollend kommentieren sollen. Nee? Ingo? Also das hatten wir gestern diskutiert. Ich habe gesagt gehabt, als Fraktion, ja, kann man das durchaus, sollte man auch auf dem Blog tun und im Web 2.0. Wir haben gestern keinen Anlass gesehen, da jetzt extra nochmal eine PM zuzugeben, weil es ist und bleibt kommunalpolitisch relevant und wir hier als Fraktion sind ja auf Landesebene relevant. Aber durchaus auf dem Blog sollten wir das entsprechend kommentieren und dem Thema Bedeutung beimessen. Ja. Oder hattest du jetzt mit Blick auf den Flyer Erfolge der Piraten das gemünzt? Erstens Flyer, zweitens mit Blick auf das Sommerinterview. Piraten profilieren sich in pragmatischer Kommunalpolitik. In Bielefeld und Köln gibt es da deutliche Signale, diese Paprika-Connection. Ich finde schon, dass das etwas wert ist. Vor allen Dingen Gedanken der Vernetzung mit den Kommunalen. Den Ball spiele ich mal direkt von links nach ganz rechts zu unserem Kommunalteam, dass wir da vielleicht dann was Entsprechendes ins Briefing bzw. Pad hineinschreiben. Ob das jetzt unbedingt in den Flyer Piraten wirken, Erfolge der Piraten im dritten Landtagsjahr rein muss, wage ich jetzt spontan zu bezweifeln, aber das kann man ja sicherlich für das Briefing dann mitnehmen. Okay, dann mache ich eben weiter mit den Punkten aus der Vorstandssitzung. Wir hatten obendrein aufgrund der Geschichten mit IT und auch unter anderem einen kleinen Teilaspekt, die Landtags-IT, wo wir uns gestern darüber unterhalten hatten. Wir hatten ja auch mal beschlossen, dass wir unsere IT intern für die Fraktionsangestellten auf Linux umstellen. Wir werden im Laufe der Woche dazu dann ein Schulungskonzept ausarbeiten, was wir nächste Woche dann abstimmen können. Dass wir das machen wollten, hatten wir ja mal beschlossen. Wir sammeln gerade die Kosten in diesem Zusammenhang. Wir haben diesbezüglich auch schon Rücksprache gehalten über die Möglichkeiten der Finanzierung seitens, weil es könnte ja jemand hingehen und sagen, das sind jetzt verschwendete Steuergelder.
wenn wir halt sagen, als Fraktion steigen wir auf Linux um, sieht es so aus, dass dies, wenn das die Fraktion übernimmt, hat die Landtagsverwaltung weniger Kosten. Das haben wir schon mit Leuten von der Landtagsverwaltung besprochen. Da sieht man also keinerlei Probleme, was das Ganze angeht. Und von daher müssen wir dann nur ein entsprechendes Schulungskonzept euch nächste Woche vorstellen. Von daher könnte dies dann während und nach der Sommerpause direkt angegangen werden. Wir hatten in diesem Zusammenhang auch gestern die Antragssituation in Bezug auf die Sachen aus dem Deutschen Bundestag und die Sicherheiten dort. Es wurde knapp eine Stunde. Es gibt zwei Antragsmöglichkeiten, die wir ja dann gleich auch besprechen werden. Dann hatten wir ganz kurz nochmal die Sache mit Gamescom. Das werden wir auch klären für den Zeitraum, dass wir als Gäste beim Infostand des Landesverbandes einzelne MDL wieder da sind. Dann halt auch schon mit dem neuen Flyer unter anderem. Merchandise-Artikel soweit haben wir noch so einiges, wie ich hörte. Die Zahlen, die Ingo ja hat, weil er das ja so schön verwaltet. Eventuell kann man da nochmal drüber nachdenken, ob wir nochmal Mauspads machen. Das können wir dann aber auch nächste Woche kurz besprechen. Ich gucke nochmal gerade. Das war, also der größte Teil waren die Anträge. Gibt es da noch Rückfragen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, können wir direkt zu Top 3 gehen. Das sind die Anträge für das nächste Plenum. Da wir ja keinen konkreten Antragsfreitag hatten, würde ich euch bitten, sehr kurz, knapp, zügig die Anträge vorzustellen, dass wir eine kurze Diskussion in einem sehr knappen Zeitrahmen führen können. Und von daher würde ich jetzt direkt den ersten Antrag nehmen wollen, der Freifunk in Nordrhein-Westfalen, Bürgernetze ausbauen und weiter stärken. Lukas. So, hallo, guten Morgen zusammen. Was? Wieso zeigst du mit dem Finger auf mich? Mit zwei. Okay. Super, ich versuche es schnell zu machen. Eigentlich wisst ihr ja alle, worum es geht. Wir haben am 20. September 2014, also schon eine Weile her, einen Freifunkantrag eingebracht. Es gab auch irgendwann im Oktober gab es auch eine Plenardebatte dazu. Dieser Antrag von uns ist in den Ausschüssen verschwunden, ja, in einigen Ausschüssen, wurde da nicht aufgerufen. Alle, die beteiligt waren, wissen auch wieso, weil es hinter den Kulissen des Landtags quasi die Bemühungen gab, sich mit den Fraktionen der SPD und den Grünen zusammenzutun und einen gemeinsamen Antrag auf die Füße zu stellen. Insbesondere die SPD hat sich sehr dafür engagiert, dass es da einen gemeinsamen Antrag gibt. Das fand ich ganz gut. Das waren auch die Arbeiten quasi seit Oktober letzten Jahres daran. Eine Menge Schriftverkehr, eine Menge E-Mail-Verkehr und auch ganz viele Treffen. Treffen gab es mit Freifunkgruppen, mit Freifunkern, mit dem Vorstand des Freifunk Rheinland e.V. immer wieder, mehrfach, teilweise von unserer Fraktion aus, teilweise auch eben gemeinsam mit SPD und Grünen. Und dann ist halt eben dieser gemeinsame Antrag entstanden. Das Schöne an diesem Antrag selbst ist, dass die Ursprungsversion des Antrags quasi wirklich aus den Communities herausgeschrieben worden ist. Das heißt, es gab einen Aufruf auf Freifunk-Mailinglisten, Ideen, Vorschläge, Formulierungen in ein Pad zu kippen und sich halt dazu zu äußern, wie sowas aussehen sollte. Und daraus ist dann dieser Antrag entstanden. Jetzt ist dieser Antrag hoffentlich fertig. Jetzt geht er auch hoffentlich durch die anderen Fraktionen durch, sodass wir dann im nächsten Plenum einen tollen Freifunkantrag haben mit den Forderungen, die Landesregierung möge bitte eine Aufklärungskampagne in den Kommunen starten über, also was Freifunk ist und was die Vorzüge von solchen gemeinschaftlichen oder bürgerschaftlichen Gruppierungen sind,
Die Landesregierung soll prüfen, wo und inwieweit sie die Freifunk-Communities finanziell unterstützen kann. Und der eigentlich wichtigste Punkt für mich und ich glaube auch für die Freifunker selbst ist, dass die Landesregierung die Dachflächen der landeseigenen Liegenschaften und Immobilien für die Freifunker zur Verfügung stellen soll. Das Ganze macht ja, oder da kommt halt auch der BLB ins Spiel, das war auch nicht ganz ohne, aber hat dann letztendlich geklappt und man hat sich auf den Weg geeinigt, wie der BLB da halt formell richtig vorgehen kann und die Freifunker auch was davon haben. Und ja, das ist der Antrag und ja, ich hoffe, dass jetzt dieser Antrag auch bei SPD und Grünen in der Frasi besprochen wird und dann sind wir ein Stück weiter. Vielen Dank, Lukas. Gibt es dazu Nachfragen? Das Ding ist ja jetzt schon wirklich lange in der Pipeline. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich fragen, weil wir das dann jetzt abstimmen müssen, spricht sich jemand gegen die Einbringung zu diesem Plenum dieses gemeinsamen Antrags für den Bereich Freifunk aus? Das heißt, der Freifunkantrag ist einstimmig angenommen worden. Über die Prio sprechen wir nachher kurz. Dann hätten wir den nächsten Antrag. Das ist die Kernschmelze der Datensicherheit im Bundestag. Landtag NRW muss Konsequenzen ziehen. Hier war es der Daniel, der das Ganze angestoßen hatte, beziehungsweise, das hatten wir dann jetzt nicht, da wollte ich, muss ich das eben aktualisieren, der Creon hatte das Ganze dann schon überarbeitet. Jetzt ist Daniel leider nicht da. Creon, magst du? Ja, ist allerdings insofern jetzt Daniel Schwerts Antrag, hat ihn auch so eingereicht jetzt. Wir haben am Freitag von Daniel Schwert einen Antrag bekommen zum Thema Bundestags-IT, wo es darum ging, dass wir hier im Landtag NRW wie auch in anderen Landesparlamenten eine ähnliche Infrastruktur haben. Und wir müssen im Grunde auch hier im Landtag und im Gesamt-NRW, ich glaube, der Antrag heißt inzwischen auch nämlich NRW, muss Konsequenzen ziehen und nicht mehr Landtag-NRW. Wir müssen genauso Konsequenzen daraus ziehen und dürfen nicht davon ausgehen, dass irgendwie nur weil hier noch nichts passiert ist oder noch nichts entdeckt wurde, unsere Netze entsprechend sicher sind. Ich habe am Freitag noch die Thematik Open Source dazu gefügt sozusagen, beziehungsweise als Kern, als Fokus in diesen Antrag hineingesetzt. Da geht es darum, dass wir nicht nur Forderungen an das Präsidium richten, sondern an die Landesregierung, vor allem Forderungen zur Unterstützung von Open Source und auch zur Unterstützung der Eliminierung von Schwachstellen in Open-Source-Produkten, dass wir hier auf eine zusätzliche Sicherheit bei Open-Source-Produkten auch noch hinarbeiten. Das ist also sozusagen ein doppelter Gewinn dann. Und damit sorgen wir auch dafür, dass Open-Source-Produkte noch attraktiver werden und dass auch Unternehmen und die öffentliche Hand generell darauf hier in Nordrhein-Westfalen setzt. Ja, das war so ein Rundumschlag. Wir haben gestern Nachmittag uns noch eine Stunde in Grumpys Büro mit einigen Beteiligten darüber unterhalten, über diesen Antrag und auch, wie Begleitmaßnahmen dazu aussehen können. Um die Begleitmaßnahmen geht es an dieser Stelle erstmal nicht. Es geht an dieser Stelle erstmal um den Antrag selbst. Gut, vielen Dank, Oliver. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab, ob der eingebracht werden soll. Toso, bitte. Ja, ich hatte von Daniel noch die Rückmeldung zuerst gehabt, dass das in den Ältestenrat überwiesen werden sollte. Das Verfahren hatten wir ja schon mal. Jetzt direkte Abstimmung, gibt es ja bestimmt eine Begründung für. Das wäre vielleicht schlau, das einfach mal zu sagen. Oliver?
dass die Idee mit dem Ältestenrat taucht natürlich vor allem dann auf, wenn man sich nur ans Präsidium richtet. Deshalb jetzt schön, dass wir hier sozusagen Forderungen an die Landesregierung mit dabei haben. Insofern ist das nicht, ist das nicht sozusagen die normale Reaktion, dass man das dann hier an der Stelle in den Ältestenrat überweist. Tuso? Ja, dann vermischen wir an der Stelle aber zwei Dinge, nämlich einmal die Landesregierung und einmal, dass wir hier gerne möchten, dass im Landtag das Netz auf Sicherheit überprüft wird, so wie das im Bundestag jetzt gerade passiert. Ob man jetzt Exekutive und Legislative so mischen muss in einem Antrag, wage ich zu bezweifeln, dass das schlau ist. Das scheint unkommentiert zu bleiben, dann stimmen wir das jetzt ab. Wer spricht sich dagegen aus, diesen Antrag in der Form so einzubringen? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Dagegen. Das sind zwei. Hast du beide? Dirk. Möchte sich jemand enthalten? Gut, dann ist der Antrag bei zwei Ablehnungen aber angenommen zur Einbringung. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist ein absehbares technisches, rechtliches und finanzielles Desaster. Vorhaben zur anlasslosen und massenhaften Vorratsdatenspeicherung unbedingt abbrechen. Antragsteller ist wiederum Daniel. Möchte jemand vielleicht dazu kurz was erläutern? Der beteiligt war vielleicht noch. Ist jemand im Gegensatz zu mir vollumfassend über diesen Antrag informiert? Grumpy? Vollumfassend natürlich nicht. Ich habe den Antrag nicht gelesen. Wir haben ihn auch gestern kurz besprochen. Leider ist der Antragsteller nicht zugegen. Stellvertretend Frank Herrmann, fällt mir auch noch gerade ein, ist ja heute auch nicht da. Und jetzt stelle ich noch mal ein Sekündchen zurück. Michel. Ja, ich habe nur eine Meinung dazu abzugeben. Ich bin auch nicht vollumfänglich informiert, aber ich habe es zumindest gelesen. Ich habe die anderen Anträge gelesen und wir haben diesen anderen Antrag zur Überwachungsgesamtrechnung. Ich persönlich sehe die beiden Anträge so ein bisschen in Anführungszeichen als konkurrierend. Ich finde den Überwachungsgesamtrechnungsantrag aktuell tatsächlich hübscher. Der Antrag referenziert auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Vorratsdatenspeicherung und stellt eine Forderung auf, bei der man eigentlich mal wieder nicht Nein sagen kann. Ich glaube, wir könnten diesen Antrag Vorratsdatenspeicherung, meine persönliche Meinung, könnte man nach hinten schieben oder jetzt nicht einbringen und gucken, ob man den dann hinterher noch braucht und dafür, ich sag mal, so eine Metaforderung lieber einbringen. Wir haben schon häufiger gesagt, keine Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, so eine Art Metaforderung in den Raum zu stellen. Macht doch mal eine Überwachungsgesamtrechnung und dann gucken wir mal, ob eure Vorratsdatenspeicherung, die ihr alle haben wollt, überhaupt sinnvoll ist und ob das nicht zu viel Eingriff ist und so weiter und so weiter. Also ich wäre dafür, diesen Antrag tatsächlich dieses Mal nicht zu stellen. Vielen Dank, Michel, weil genau das war mir halt auch so, war ich auch drüber gestolpert und auch gestern in der Referentenrunde, denn das Thema Vorratsdatenspeicherung ist wichtig, es ist kritisch, aber wirklich mal eine Gesamtrechnung aufzumachen, was wir ja halt auch dann als Antrag haben, ist vielleicht dann jetzt im Vorfeld des anstehenden Septembers, im Vorfeld des Konventes der SPD in Berlin, vielleicht dann schon mal das nächste Signal oder der nächste Schritt. Ach, by the way, herzlich willkommen im Landtag Nordrhein-Westfalen, Herr Justizminister Heiko Maas, heute zu Gast in der SPD-Fraktion. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, hier die Leute umdrehen zu wollen. Sie selber sind zwar schon mal umgefallen, so viel dazu von meiner Seite. Für den konkreten Antrag hier, ich würde diesen dann auch mehr oder weniger so nicht einbringen zu diesem Plenum. Oliver?
bei Themen, die bundespolitisch relevant sind und wo wir im Grunde im Landtag NRW eine Botschaft senden wollen, also vor allem wir als Piratenfraktion eine Botschaft senden wollen, ist es natürlich sinnvoll, wenn nach draußen man sieht, was ist das denn für eine Botschaft? Und im Grunde muss sie so auf so ein Schlagwort zusammengefasst werden. Und ich sehe bei diesem Überwachungsgesamtrechnungsantrag leider das Wort Vorratsdatenspeicherung nicht im Titel. Insofern wird wahrscheinlich auch jemand, der aus dem SPD-Konvent ist, nicht erkennen, was wir nicht sofort erkennen, dass wir hier sozusagen die Vorratsdatenspeicherung angesprochen haben. Insofern tatsächlich wegen dieses Botschaftsgedankens finde ich den Antrag, den wir jetzt gerade hier besprechen, sinnvoll einzubringen. Toso. Ja, ich denke auch, das eine ist ein Gesamtkonzept und das andere fokussiert sich halt explizit auf die Vorratsdatenspeicherung. Und von daher denke ich, müssen wir das beides einbringen. Das ist eine Sache, dafür sind wir hier reingewählt worden, nicht um zu sagen, machen wir vielleicht mal alles ein bisschen konstruktiver und das andere dann lieber nicht. Also ich denke, wir sollten hier vor der Sommerpause so schwer wie möglich die Gewichte setzen und wenn da zwei Anträge zu notwendig sind, dann ist das eben so. Und auch wenn der Freitag dann trotzdem noch gearbeitet werden muss, mir egal. Gut, ich sehe keine weiteren Meldungen. Das heißt, wir stimmen jetzt ab, ob dieser Antrag eingebracht wird. Wer stimmt dagegen, dass dieser Antrag eingebracht wird? Hände bitte oben halten. Wer enthält sich? Was? Du auch dagegen? Ich enthalte mich. Ach so, nee, wer sich enthält. Ja, weil die gerade noch. So, also, wer enthält sich? Wer möchte, dass dieser Antrag eingebracht wird? Damit wird dieser Antrag in dieses Plenum nicht eingebracht. Wir kommen zum nächsten Antrag. Liebe verdient Respekt, Ehe für alle. Antragsteller entweder Daniel Schwert oder alternative Version Daniel Düngel. Daniel, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Ist möglicherweise gar nicht so ganz trivial. Weil wir im Endeffekt jetzt über drei verschiedene Möglichkeiten diskutieren müssen und uns dann letzten Endes festlegen müssen. Bitte? Ja. Also, die Grundsituation ist die, dass Daniel ja diesen Antrag vorformuliert hat letzte Woche. Wir hatten vor zwei Wochen schon den Gedanken, einen entsprechenden Antrag einzureichen, haben den allerdings im Team erst verworfen, weil ja eben eine Bundesrats- oder gleich mehrere Bundesratsinitiativen anhängig sind, beziehungsweise mittlerweile ja auf den Weg gebracht sind und teilweise schon beschlossen sind. In der letzten Woche habe ich dann erfahren, dass Rot-Grün halt einen entsprechenden Antrag einreichen wird. Somit haben wir uns dann im Team letzten Endes, auch aufgrund der Daten oder der Basis hier, Daniels Antrag, letzten Endes dann doch dazu entschlossen, einen Antrag stellen zu wollen zu dieser Thematik. So viel also zur Vorgeschichte. Die beiden vorliegenden Anträge, die ihr jetzt von uns habt, einmal irgendwie als Version 3 oder sowas gekennzeichnet und einmal nochmal Version 4.1, das ist die letzte Version, die Daniel gestern Nacht noch rumgeschickt hatte. Im Großen und Ganzen geht es darum, wollen wir explizit in dem Antrag nicht monogame bzw. polyamore Lebensmodelle mit einschließen oder wollen wir die in der aktuellen Debatte rauslassen oder zumindest oder vielleicht nur implizit einschließen. Implizit eingeschlossen hat Daniel das in seinem Antrag. Er hat es
eben nicht ausgeschlossen. Also er hat eben nicht von zwei Partnern oder sowas gesprochen, sondern lässt diese Deutung zu, würde also der Rednerin, dem Redner im Plenum auch durchaus die Möglichkeit bieten, das entsprechend auszugestalten. Wir können aber auch halt sagen, wir wollen das explizit im Antrag festlegen. Wir sind in unseren Meinungen, sag ich mal, innerhalb der beteiligten Abgeordneten da etwas ambivalent. Da würde mich also durchaus zunächst erstmal eure Meinung dann dazu interessieren. Und zu guter Letzt kam jetzt heute Morgen noch die Anfrage von Rot-Grün, ob wir mit auf deren Antrag wollen. Birgit hat mir den Antrag gerade zugeleitet. Also da sage ich mal, dem Antrag kann ich zustimmen, vielleicht im Plenum. Ansonsten ist der mir so ein bisschen zu viel, Rot-Grün hat tolle Dinge gemacht. Also da will ich nicht unbedingt meinen Piratennamen irgendwo mit draufsetzen. Der liegt euch jetzt nicht vor, das ist ein kleiner Absatz, was den Beschlusstext angeht, ich mag den vielleicht kurz vorlesen. Also zweitens, der Landtag stellt fest, NRW war immer Vorreiter in der Beseitigung von Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare. Nach wie vor setzt der Landtag gegen jegliche Form der Diskriminierung von Lesben und Schwulen ein. Da es bislang kaum Anzeichen dafür gibt, dass die Union ihre Blockadehaltung bei der längst überfälligen rechtlichen Gleichstellung von homosexuellen Paaren aufgibt, begrüßt der Landtag von Nordrhein-Westfalen die Initiativen der SPD und Grünen geführten Bundesländer, sich über den Bundesrat erneut für eine Ehe für alle einzusetzen. Drittens, der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich weiterhin mit Nachdruck auf allen gesellschaftlichen Ebenen und insbesondere gegenüber der Bundesregierung und über dem Bundesrat für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen einzusetzen. Das ist der SPD-Antrag. Meine Bewertung dazu, ein schönes CDU-Bashing drin, das gefällt mir eigentlich, finde ich sehr sympathisch. Aber, ich sag mal, unter uns gesagt, die Entschließung, die da halt eben Rot-Grün auf den Weg gebracht hat, die da am Freitag im Bundesrat verabschiedet wurde, ist jetzt so richtig konsequent auch nicht. Den eigentlichen Antrag, also den Gesetzentwurf, der ja auch in den Bundesrat gegeben wurde, der wurde am Freitag lediglich in die Ausschüsse verwiesen. Also da, ich sag's mal mit meinen Worten, waren die Eier offenbar nicht dick genug, um das durchzuziehen. Kann sein. Sorry. Ja, Meinung. Grumpy. Es ist aus meiner Sicht wirklich so, ich kann allen dreien zustimmen. Auch da sehr ambivalent. Bei SPD Grüne persönlich mit draufgehen, auch das, was du gesagt hast, muss ich nicht wiederholen. Nach der Geschichte im Bundesrat halt vergangenen Freitag hatte ich selber übers Wochenende mir da auch nochmal viele, viele Dinge angeschaut und bin aus meiner persönlichen Sicht der Meinung, ich muss dieses Klischee jetzt doch ziehen. Die anderen werden sagen, wir sind zu spät. Ich würde dann eher sagen, wir sind zu früh, denn ich für mich würde lieber die Debatte jetzt im Deutschen Bundestag abwarten. Und je nachdem, was dabei dann rumkommt, wer sich dort entsprechend nicht klar positioniert, dann ist der Zeitpunkt aus meiner Sicht, wo man dann sagen kann, so, und jetzt nochmal NRW, wenn ihr hier die Vorreiter seid, dann macht das jetzt. Hier, also nächstes oder übernächstes Plenum, wäre dann die Möglichkeit, nach dem Motto, das Ganze nochmal neu anzuschieben. Das ist aber nur meine Meinung. Michelle? Hallo Grumpy, danke für die Vorlage. Du hast zweimal das Wort nochmal gesagt. Ich glaube, Ehe für alle ist gerade in der Diskussion. Wir sind, was das Thema angeht, vorne mit unserem liberalen Ansatz. Ich glaube, es schadet überhaupt nichts, jetzt einen Antrag einzubringen und dann von mir aus auch nach der Bundestagsdebatte in 3 Monaten nochmal über das Thema zu reden. Um das Wort nochmal. Ich komme vom Ruhrpott weg. Jetzt zu den beiden Anträgen. Ich sehe da tatsächlich ganz wenig Unterschied und frage mich, warum es da nicht zu einem Antrag gekommen ist. Ich möchte auch keine Antwort darauf, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sehe keinen Unterschied. Wir können beide so abstimmen.
In dem einen ist ein Absatz drin, wo was von Regenbogenfamilien steht, das ist in dem anderen nicht mehr drin. Oder umgekehrt, das ist da reingeschrieben worden, ich weiß nicht so ganz, wie die Entwicklung nach Zeitschiene war. Ansonsten bei den Feststellungen und so ist es eigentlich eine Formulierungssache, worauf ich jetzt stehe, ob ich darauf stehe, dass da wirklich implizit alle nicht monogamen Lebensgemeinschaften nochmal drinstehen oder ob da steht, auch nicht monogame Lebensmodelle müssen irgendwie, also sowohl monogam als auch polygam darf man heiraten können. Also im Grunde genommen frage ich mich immer noch, wo ist der Unterschied, seitdem ich die Anträge gelesen habe. Und auch beim dritten, vierten Lesen, jetzt verstehe ich es immer noch nicht. Von mir aus können wir beiden zustimmen und dann würfeln oder so. Olaf. Ohne die Sache jetzt wörtlich im Kopf zu haben, wenn ich Daniel richtig verstanden habe, ist es eben nicht ausgeschlossen, im anderen wird es explizit erwähnt. Das ist schon ein Unterschied wohl, ja, wenn ich es nicht ausschließe. Und ich sag mal so, wir sollten meiner Meinung nach so weit gehen, wie wir gehen wollen. Das Einzige, was es jetzt an der Frage unter Umständen gibt, ist wirklich die Frage, sind wir für diese Polygam-Beziehungen, also dass die gleichen Rechte bekommen oder nicht. Wenn wir es nicht sind, klar, dann können wir nicht dafür sein. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in der Diskussion, die zurzeit läuft, wenn wir dafür sind, also das ist wirklich für mich die einzige Frage, die wir jetzt auch klären sollten, wenn wir dafür sind, dann sollten wir auf jeden Fall auch die Forderung ganz deutlich aussprechen. Dafür ist die Diskussion da. Ich kann da zum Beispiel nur zu sagen, der Jugendlandtag, der hat sich für die Ehe für alle ausgesprochen mit 3 Gegenstimmen. Also von daher, man kann meiner Meinung nach zurzeit, sollte man in der Diskussion nur seine Meinung, irgendeine Taktik, ob es jetzt zurzeit angebracht ist, so weit zu gehen oder so, ob andere noch nicht so weit sind, wenn man selber schon meint, man sei so weit, dass man so weit gehen möchte, sollte man völlig außer Acht lassen. Also wirklich die Diskussion müsste jetzt meiner Meinung nach hier sein, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und darüber sollten wir uns auch eigentlich klar sein, bevor wir in die Diskussion ins Plenum gehen. Weil das sollte meiner Meinung nach der Redner ganz klar wissen, wo die Fraktion da steht. Weil das wird ein wichtiger Punkt sein, zumindest soweit ich das beurteilen kann, in Kreisen, ja in Piratenkreisen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Michel. Ja, 2 Dinge. Erstens, ich glaube, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, ob wir das wollten. Das steht in unserem Wahlprogramm und das fordern wir jetzt einfach mal im Plenum. Okay, jetzt kann man das natürlich als Fraktion ablehnen, was im Wahlprogramm steht. Ich halte das für taktisch unklug gegenüber der Partei, aber sei es drum. Zweitens, eine ganz explizite Bitte an die Antragsteller, in dem Fall jetzt eben Daniel, weil er hier sitzt, mir nochmal zu erklären, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen. Ich finde in beiden monogame und polygame Lebensmodelle, ich sehe diesen Unterschied nicht, den du gerade gesagt hast. Daniel, magst du nochmal? Also ich muss mir gerade den Daniels Antrag nochmal aufrufen, ich hatte es nicht auf dem Rechner. Ganz kurz, ja. Bei Daniel Schwert steht auch nicht monogame auf dauerhafte Verantwortung im Landtag stellt fest und bei Daniel Düngel steht nicht unter Landtag stellt fest, sondern auch halt unter, er steht auch unter Landtag stellt fest, na gut, da steht auch unter Landtag stellt fest, da steht monogam als auch polygam, genau. Ja, das ist, da ist jetzt, ich sag mal, eine andere Version rumgeschickt worden, als eigentlich bei uns intern in der Diskussion war. Wenn ihr Daniels Version nehmt, da steht halt in dem einen Forderungspunkt oder Feststellungspunkt, Liebe verdient Respekt, alle Menschen sollen ungeachtet ihres Geschlechtes das gleiche Recht haben, einander zu heiraten, auch nicht monogame, auf dauerhafte Verantwortung angelegte Partnerschaften und Lebensgemeinschaften müssen berücksichtigt werden. In der Diskussion war diesen letzten Satz, also ab auch nicht monogame, da letzten Endes rauszulassen. Dann wäre nur die implizite Forderung drin, weil wir eben keine Begrenzung auf zwei Personen haben. Das ist der einzige... Bitte? Das sind jetzt... Dann wäre Daniels Antrag, würde nicht so weit gehen wie der andere Antrag. Korrekt. Jetzt sind sie aber eigentlich beide gleich. Weil das wieder, der jetzt nochmal rumgeschickt wurde, ist nochmal so ein Kompromiss, so ein ausgehandelter Kompromiss.
Da steht halt nicht Polyamor explizit drin, da steht auch nicht Monogame. Das halte ich persönlich aber für das Gleiche. Der Vergleichspunkt, oder worüber wir diskutieren müssen, ist, schreiben wir irgendwas mit Polyamor oder nicht Monogam da rein oder lassen wir es weg? Ich habe doch gerade was gesagt, was der Diskussionsstand ist. Diesen einen Satz da rauszulassen oder den einen Satz reinzunehmen. Also bei Daniels würde dieser Satz noch rausfallen. Daniels ursprünglicher Vorschlag war, diesen Antrag zu stellen, ohne expliziten Hinweis auf monogam beziehungsweise auf nicht monogam oder Polyamor. Also diesen einen Satz zu streichen, wäre jetzt die Diskussionsgrundlage. Aber das ist der endgültige, den du jetzt hast. Ja. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Also den Daniel Schwert geschickt hat, ist der endgültige, da wird nichts mehr angepasst. Ich wollte gerade sagen, ich würde dann schon ganz gerne gleich irgendwann wissen wollen, über welche der vier Versionen, über die gerade diskutiert wird, wir dann irgendwie abstimmen. Aber wenn du jetzt sagst, der von Daniel Schwert ist definitiv der Finale, der auch nicht mehr geändert wird. Und der andere, Daniel, hattest du jetzt kurz gesagt, da war in der Diskussion eigentlich was anderes. Oder stimmen wir jetzt über die beiden hier vorliegenden ab? Ja, also Olaf gleich. Letzten Endes stimmen wir über die beiden vorliegenden ab. Aber ich habe ja eingangs gesagt, dass ich mit euch diese Diskussion führen wollte oder von euch ein Feedback kriegen möchte, ob wir diese explizite Forderung nach polyamoren bzw. nicht monogamen Lebenspartnerschaften mit drin haben wollen oder ob wir die nicht mit drin haben wollen. Jetzt unabhängig vorliegender Texte. Ja, das ist der Punkt. Ich nehme oder entnehme der Diskussion bislang, wir können diese Forderung durchaus mit reinnehmen. Es ist Parteiprogramm, da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ne, die Frage ist nur, ob wir jetzt genau an dieser Stelle, und das, Olaf hat das eigentlich vorhin sehr, sehr schön gesagt, ist jetzt halt der Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt, im Prinzip in dieser Diskussion nochmal einen oben drauf zu setzen. Ja? Die CDU, die zittert schon die ganze Zeit, weil wir rütteln hier an Grundfesten ihrer Wertvorstellungen. Und wenn wir denen jetzt noch irgendwas von Polyamor nächste Woche erzählen, dann wird wahrscheinlich der ein oder andere einen Herzinfarkt kriegen. Sorry. Genau, ich wollte jetzt eigentlich auch nur nochmal die Diskussion, die Daniel gerade angeregt hat, die ist nach unseren formellen Regeln von wegen Antrag und Antrag einreichen gar nicht möglich. Und trotzdem hätte ich es auch jetzt nicht falsch gefunden, wenn jetzt irgendwie Skeptik gegen den weitreichenden Antrag gewesen wäre, dass man den natürlich unter Umständen auch hier im Einvernehmen hätte ändern können oder diesen Satz rausstreichen können. Von daher, aber ich habe ja auch mitgekriegt, dass die Diskussion wohl in die Richtung geht und das begrüße ich ja auch, dass wir den Antrag einbringen. Es ist nur noch die Frage, ob wir es wirklich wörtlich reinschreiben oder ob wir also das negativ reinschreiben. Also ob wir sagen... Michelle, und dann würde ich das Ganze langsam mal abstimmen lassen. In einem der Anträge kommt das Wort Regenbogenfamilien vor. Das Wort finde ich toll. Ich möchte, dass wir diesen Antrag abstimmen. Das weiß ich nicht, aber ich kann gerne gucken. Das ist die Jutta-Version. Also der ist hier. Wir kennen ja den Tatsächlich. Es ist die Jutta-Version. Ich übernehme, danke Simone, ich übernehme mal auf Wunsch von Simone gerade die Sitzungsleitung. Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen. Wir stimmen gerade ab, einmal über die finale Version Daniel Schwert, einmal über die finale Version Daniel Düngel, / Jutta, also Team Familie, Kinder, Jugend, Gleichstellung und einmal Version 3 mit drauf zu gehen, SPD, Grüne, so wie es ursprünglich festgelegt war. Habe ich eine Version vergessen?
Wir reden nicht über die 4.1-Version von gestern Nacht. Ich rede jetzt nicht Nacht über Versionsnummern von Dokumenten, sondern das, was als letztes eingetrudelt ist. Ja, gestern Abend 23 irgendwas hat Daniel Schwert nochmal was rumgeschickt. Nachkorrektur, ja genau. Das ist 4.1. Das sage ich ja gerade. Ja, genau. Also da reden wir nicht drüber. Also wir haben keine Zeit mehr für Diskussion. Wir haben 10.55 Uhr, Creon hat jetzt um 11 Uhr einen Termin, deswegen, ich sage ja gerade, finale Version, okay, finale letzte Worte Olaf. Ja, was für eine finale Version? Ich habe jetzt eine Frage, weil mir eben wirklich zumindest die finale letzte Version 4.1 liegt mir jetzt so nicht vor. Könntest du noch einmal sagen, in welchem... Doch, vor zwei Minuten. Wo in eins? Ja, hat er schon mal gesagt. Ich würde es jetzt aber jetzt gerne, ich möchte jetzt, dass ich jetzt gleich keinen Fehler mache, beziehungsweise warum soll man es provozieren, dass danach dann die Diskussion losgeht. Was stand im ersten und was steht in Version 2? Also jetzt Version 1 und Version 2, wie es im Protokoll steht. Genau zu diesem Moment... Können wir das vielleicht schieben? Kommen wir ich vergleiche in diese Problematik, die dass wir nämlich sonst nicht weiterkommen. Wenn man Fristen einhält, lässt sich das vermeiden. Von daher gehen wir weiter zum nächsten Antrag. Danke. Das ist das 13. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Antragsteller ist Oliver Bayer. Wir hatten eine sehr lange und ausführliche Diskussion letzte Woche diesbezüglich. Wer den Antrag gelesen hat, weiß, was da drin steht. Wenn es genau jetzt keine Nachfragen zum Inhalt gibt, würde ich diesen direkt abstimmen lassen, ob wir ihn zu diesem Plenum einbringen oder nicht. Dieses 13., wo sind wir denn jetzt? Das 13. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes ist das Thema. Jetzt sehe ich zwei Nachfragen. Einmal Simone, einmal Michelle. Also unabhängig davon, was im Wahlprogramm steht, ich muss das jetzt nochmal nachfragen. Die nicht monogame Ehe würde explizit auch... Nee, wir sind beim nächsten Antrag. Den Antrag haben wir jetzt erstmal nach hinten geschoben. Wir sind jetzt beim Antrag. Dann tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Michelle, bitte. Ich habe keine Nachfrage, oder doch, ich habe eine Nachfrage und eine Meinungsäußerung. Ich habe einmal das Problem, dass ich nicht verstehe, wie es zu der Berechnung kommt, dass aus 100 Euro Mandatsträgerbeitrag 273 Euro an MDL und Partei fließen. Das steht da so als Zahl, nachvollziehen kann ich das leider nicht. Zumal am Ende ja es darum ging, wenn ich mich recht entsinne, dass die Einsparung exakt berechnet werden musste. Da hatte ja jemand nachgefragt, ob da auch die Zuschläge für die Präsidenten mit drin wäre. Und dann wurde das irgendwie nachberechnet. Und da, ich verstehe halt nicht, wie man auf diese eine Zahl kommt. Aber ungeachtet dessen... möchte ich nochmal dafür plädieren, dass wir diesen Antrag nicht einbringen. Und zwar aus einem Grund, den ich eigentlich nur so erklären kann. Es geht um eine Grundsatzdiskussion, nämlich wie viel sind Politiker dem Land wert. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Wie viel sind Politiker wert? Was muss man ihnen bezahlen? Was ist eine Kompensation, die tatsächlich gerecht ist? Wir wissen, dass es bei uns keine festgelegte Mandatsträgerabgabe gibt. Wir wissen, dass es eigentlich auch entsprechend der Rechtsprechung nicht zulässig ist, dass eine Partei feste Mandatsträgerabgaben nimmt. Wir wissen, dass ein freier Abgeordneter mit seinem Geld machen kann, was er möchte. Ich gucke mir das gleich gerne an. Ich habe einfach ein Problem damit, dass wir versuchen, das eine Problem, nämlich Mandatsträgerabgaben, zu verallgemeinern auf alle Abgeordneten und zu sagen, naja, die SPD und die Grünen, die machen das so und die anderen Parteien natürlich auch. Und deswegen müssen wir jetzt die Abgeordnetenbezüge kürzen. Von der logischen Herangehensweise ist nun mal jeder Abgeordnete frei gewählt und kann mit seinem Geld machen, was er will. Und wenn ich keine Mandatsträgerabgaben zahle, und das muss nicht einer aus unserem Kreis sein, das kann jeder andere sein, als freier Abgeordneter, wenn ich keine Mandatsträgerabgaben zahle, dann wird mir jetzt mit der Begründung andere
machen etwas, wo wir gegen sind, nämlich diese Parteienfinanzierungsgeschichte, wird dem freien Abgeordneten entsprechend die Erhöhung der Diäten gestrichen. Ich habe kein Problem damit, dass wir dagegen sind. Ich habe kein Problem damit, dass wir uns gegen diese Mandatsträgerbeiträge und Abgaben aussprechen, weil sie nun mal ein Mittel zur Parteienfinanzierung sind, die wir ablehnen. Wir lehnen allerdings auch das ganze Modell der Parteienfinanzierung so, wie es ist, ab. Aber jetzt an diesem einen Symptom durch einen solchen Antrag rumzudoktern, halte ich für den falschen Weg. Man müsste eigentlich eine viel größere Diskussion aufmachen und einen viel größeren Antrag stellen. Das ist nur ein Mini-Aspekt und den halte ich für ein bisschen sehr populistisch und ein bisschen sehr schnell geschossen. Zumal mir immer noch fehlt in diesem Antrag unser eigentliches Diskussionsthema, nämlich die Erhöhung soll nicht automatisch passieren, sondern da soll drüber abgestimmt werden. Hier werden einfach nur die Erhöhungen gestrichen und dann ist das Thema durch. Aus diesem Automatismus streichen, wo wir eigentlich in diskussionstechnisch schon waren, ist irgendwie nichts von geblieben. So, dann habe ich eine Wortmeldung von Kreon, die ich eben vorlese. Wortwörtlich. Das heißt, der Staat legt auf sein eigenes Geld, welches zweckentfremdet wurde, im Idealfall noch einmal Folgendes drauf. 38 Cent je Euro als Spendenzuschuss, 50 Cent bei der Steuerschuldminderung des Abgeordneten und 85 Cent aus der noch nicht abgerufenen Parteienfinanzierung. Macht bei 100 Euro Mandatsträgerabgabe 273 Euro aus der Staatskasse. Würde der Mandatsträger die 100 Euro verbrennen, käme das dem Steuerzahler günstiger. Idealfall, staatliche Parteienfinanzierung der Partei nicht ausgereizt, Gesamtspendenaufwand unter 1.650 Euro. Zusätzlich die Einsparungen basieren nicht darauf, sondern nur auf den Ausgaben des Landeshaushaltes. Dann habe ich als nächsten Redner den Olaf. Ich muss dir zum Teil recht geben, Michel. Ich sehe auch die Argumentation über die Sache in Verbindung mit der Parteienfinanzierung zu bringen, schwierig zu argumentieren. Ich finde sie allerdings nicht so falsch, wie du sagst. Ich finde sie allerdings sehr, sehr schwierig zu argumentieren. Wobei das sowieso bei der Sache eine komische Sache ist. Man muss jetzt argumentieren, gerade wir, und so ist es ja auch in Kreons Antrag, es geht nur um die nächsten paar Jahre. Das heißt, es geht ja gar nicht mal über irgendwelche Legislaturperioden hinaus oder solche Sache, dass Leute jetzt in die Rechtfertigung kommen, warum sie eine Diätenerhöhung ablehnen. Ich muss erst mal sagen, ich möchte gerne die Begründung, ganz klar die Begründung von denen haben, warum sie diese 190 Euro so unbedingt haben wollen. Warum sie sich so sehr dagegen wehren, dass diese 190 Euro nicht erhöht werden. Also das würde mich mal viel mehr interessieren. Ich habe jetzt keinen Antrag gestellt, weil im Prinzip wäre es Kreons Antrag ohne Begründung. Die Begründung möchte ich von der anderen Seite haben. Und so würde ich auch ganz persönlich, wenn ich das alleine bestimmen könnte, die Argumentation im Landtag führen wollen, in der ersten Rede ganz klar sagen, nee, brauche ich nicht begründen. Ihr müsst mir sagen, warum ihr das Geld haben wollt. Und da wird die Sache, da kommt aus der Sache ein Schuh draus. Und alles andere finde ich wirklich sehr, sehr skurril irgendwo. Okay, dann habe ich jetzt als letzte Redner Monika, Michelle und Dietmar. Ich sehe das ähnlich, wie der Michelle das sieht. Zu Olaf, warum wir begründen müssen, dass es eine Erhöhung der Bezüge gibt, das ist die gleiche Begründung, wie sie jeder Arbeitnehmer hat. Eine legitime Begründung. Wenn wir eine Inflation von haben, glaube ich, ist es einfach, muss ich das nicht besonders begründen, wie jeder andere auch. Olaf, du hast gerade nicht das Wort. Würdest du bitte Moni ausreden lassen? Vielen Dank. Nein, Olaf, das möchte ich dir dann jetzt nicht gewähren, wenn du jetzt meinst, hier unbedingt dein Recht durchsetzen zu müssen. Moni, du hast weiterhin das Wort. Ist ja nett, wenn du siehst, dass es mein Recht ist. Moni, bitte, du hast das Wort. Ich habe lediglich versucht, die Frage zu beantworten.
Für mich wirkt das jetzt, also was ich nochmal sagen will, ist, ich fand das gut, was Michelle vor allem gesagt hat, der Ursprung, warum wir was ändern wollten, weil wir den Automatismus nicht wollten. Das findet jetzt hier in diesem Antrag nicht statt. Es wirkt für mich so ein bisschen, dass wir ja gesagt haben, wir machen jetzt was und deshalb müssen wir jetzt auch irgendwie was machen. Wir haben es gestern auch schon mal so angesprochen und durchgesprochen, ob das jetzt tatsächlich, also ich verstehe das, dass wir eigentlich was machen müssen, aber wenn wir was Großes haben wollen, wäre das tatsächlich auch sinnvoller, das, sage ich mal, tatsächlich dann 2 Monate vor der nächsten Erhöhung zu machen. Dann, wenn es nämlich auch wieder interessant ist, wenn es wieder diskutiert wird, wenn es wieder wenn es wieder automatisch in den Medien kommt, vor dieser automatischen Erhöhung, fände ich also den Zeitpunkt, wo man halt mit diesen Vorschlägen, die wir haben, ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja, für mich ist das so ein bisschen nachkarren, wobei ich aber schon verstehe, warum wir das machen wollen, weil wir haben es halt angekündigt und es ist halt schwierig, etwas anzukündigen und dann nichts zu machen, ne? Das ist halt auch blöd. Michelle? Olaf? Ich möchte mich jetzt erstmal bei dir entschuldigen, Monika, dass ich dich jetzt gerade auch so angegriffen habe. Das ist natürlich eine Sache gewesen, die hatte gar nichts mit uns beiden zu tun, oder die Aggression bei mir ist irgendwie über den Konflikt mit dem Grampi hochgekocht. Von daher Entschuldigung, dass ich dich da gerade angemacht habe. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle inhaltlich die Sache nochmal ganz klar auch ins Mikro sagen. Ich sehe schon einen ganz gravierenden Unterschied zwischen unserer Stellung hier und der Stellung von Arbeitnehmern. Und von daher finde ich auch da die Argumentation nicht ganz richtig, weil gerade wir als Gesetzgeber uns im Prinzip die Diäten selbst geben. Und deswegen ist die Begründung dort, nicht, finde ich, nicht ganz so einfach, wie dass ein Arbeitgeber, der ja von einem anderen etwas fordert, so übernommen werden kann. Das war allerdings jetzt nur inhaltlich dann zu deiner Aussage. Das wäre dieselbe Begründung wie von jedem Arbeitnehmer. Ich hoffe, es ist der letzte Beitrag. Michelle. Ich mache es auch sehr kurz für deine Nerven. Olaf, ich glaube, es geht gar nicht um dieses Bild Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sondern es geht darum, dass bei uns die Lebenshaltungskosten genauso steigen wie bei allen anderen auch. Wir haben 3 Jahre jetzt auf Erhöhung verzichtet und meine Lebenshaltungskosten sind nun mal gestiegen. Ich könnte das sogar ausrechnen, wenn das irgendjemand haben möchte, wie viel ich jetzt im Monat mehr ausgebe als vor 3 Jahren. Ich finde, es ist einfach eine legitime Forderung, auch von Abgeordneten, dass ihre gestiegenen Lebenshaltungskosten irgendwie kompensiert werden. Um mehr geht es nicht. Es geht nicht um Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Es geht nur darum, dass auch wir gestiegene Lebenshaltungskosten haben. That's it. Da ist uns sowieso ein ganz großer Fopper passiert. Wir haben schon 2-mal Erhöhung gekriegt. Gebt einfach mal in der Datenbank Abgeordnetenbezüge an. Wir haben schon 2-mal eine Unterrichtung bekommen, dass wir mehr Geld bekommen haben. Wir haben das nur 1 Jahr das ist 1 Jahr ausgesetzt. Ich habe es letztens geguckt. Olaf, guck einfach mal in deine Abrechnung. Lasst uns doch einfach ein neues Fass aufmachen. Okay. Olaf, wir haben dazu eine Mail rumgeschickt, die hast du auch bekommen. Die ging an alle Abgeordneten, wo ich nochmal aufgelistet habe. Okay, wunderbar. Kommen wir damit zur Abstimmung zu diesem Thema. Es geht um den Antrag, das 13. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes von Oliver Bayer bzw. Creon. Wer für die Einbringung dieses Gesetzesentwurfs oder die Änderung entsprechend im Landtag ist, der möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Für. Für die Einbringung. Das sind Toso, Olaf, Danebot. Wer spricht sich gegen die Einbringung dieses Gesetzesänderungsantrags aus? Das sind Michelle, Simone, Moni, Grumpy, Dietmar, Joachim, RWO Lupo. Wer enthält sich? Das sind Dirk. Ich bin da nicht. Ja, Entschuldigung. Das sind Dirk, Stefan bei Nichtteilnahme von Lukas. Okay. Kommen wir weiter. Tose Daniel? Ja? Ich mache gerade den Vergleich.
Also wenn ihr... Okay, dann gehen wir einen Antrag weiter. Ich glaube, der geht auch gut und zügig. Das ist das, was ich gestern aus der Runde mitgenommen hatte. Ich hoffe, Toso steht in den Startlöchern. Es geht um die Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels. Teil 1, das klingt nach einer größeren Serie. Das Click and Crowdworking. Neudeutsch. Toso, du hast das Wort. Ja, danke schön. Ja, ist sehr wichtig, dass wir das ins Plenum einbringen. Und ich denke auch, dass darüber geredet werden muss, weil das einfach niemand sonst auf dem Schirm hat. Ich denke, die Überschrift oder die Kurzzusammenfassung sagt schon alles. Es gibt halt immer mehr Menschen, die halt sehr abhängig in diesem Internet arbeiten und immer kleiner werdende Aufgaben erledigen. Und das natürlich auch für immer weniger Geld. Die ganze Situation ist ziemlich ungeregelt, weil Politik an der Stelle natürlich dem technischen Fortschritt mal wieder weit hinterherhinkt und entweder wir bringen das ein oder niemand. Ein Punkt, warum es uns geben muss in Politik. Gibt es dazu Nachfragen? Da gibt es Joachim, bitte. Ich sage nur, obwohl ich den Antrag nicht im Detail gelesen habe, danke für diesen Antrag. Passt voll in das Konzept und passt auch an die Anforderungen an uns selber, dass wir da weiterdenken müssen, auch im Wirtschafts- und Arbeitsmarktbereich. Danke. Toso, bitte nochmal ergänzend. Nochmal ergänzend. Es geht hier genau nicht darum, einen umfassenden Antrag einzubringen, sondern das ist der erste Aufschlag. Deshalb heißt das Ding auch 1 hinten. Das ist wichtig. Ja, darf ich so kurz die anwesenden Diskutanten, Diskutanten bitten, zur Not die Diskussion draußen fortzuführen? Namentlich Michel, Daniel, Olaf, Dietmar, denn unser Protokoll kommt nicht nach. So, Toso, bitte, entschuldige. Ja. Der Antrag soll halt kein riesengroßer Aufschlag sein, sondern genau diesen einen Spot beleuchten. Wir werden mehrere dieser einzelnen Punkte, was den digitalen Arbeitswandel angeht, der Reihe nach einbringen die nächsten Monate. Es ist jetzt nur ein kleiner Aufschlag. Der Antrag ist extra sehr konsensual gehalten. Er fordert jetzt nicht die komplette Überwachung dieses Internets und solche Dinge, sondern fokussiert sich sehr, sehr detailliert genau auf diese Problemlage, die wir dort haben. Das ist absichtlich so. Es geht hier eigentlich sogar mehr darum, das Bewusstsein in allen politischen Fraktionen zu schaffen, dass hier extrem viel Arbeit vor uns liegt und dass wir nicht immer erst nach Jahrzehnten reaktive Politik betreiben können weiterhin, sondern dass wir hier richtig voranmachen müssen. Vielen Dank, Toso. Jetzt habe ich noch Joachim. Also wenn ich das richtig interpretiere, verstehst du das noch nicht mal als ersten Aufschlag, sondern als eine Art Spieleröffnung? Das ist das Prä des Prä. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen diesbezüglich? Nicht? Dann würde ich ganz gerne darüber abstimmen lassen, ob wir diesen Antrag zu diesem Plenum einbringen. Er soll federführend in den A01 überwiesen werden, mitberatend in den A18. Und von daher würde ich sagen, können wir darüber abstimmen lassen. Wer spricht sich für die Einbringung dieses Antrags zu diesem Plenum aus? Michel Birnen. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltung? Bei Nichtteilnahme von Olaf einstimmig angenommen worden. Jetzt schaue ich ganz kurz. Könnten wir zurückkehren kurz zu dem Antrag Liebe verdient Respekt Ehe für alle. Dann würde ich ganz gerne noch mal kurz Daniel das Wort geben. Ja, danke. Nicole, wenn du vielleicht einmal ich habe da einen Cloud-Link gerade reingeschmissen. Wenn du da einmal draufklicken könntest, dann kriegen wir den Antrag auch auf den Bildschirm. Also, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt aus euren Anregungen vorhin quasi eine Version 5 gemacht, die basiert auf dem hier diskutierten letzten Vorschlag vorhin von Daniel Schwert, also mit dem Nicht-Monogam und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt noch mit dazu genommen,
den hier zu sehenden dritten Abschnitt, nämlich den mit den Regenbogenfamilien. Das war ja gerade ein Wunsch, den Michel auch mitgebracht hat. Der fehlte mir auch tatsächlich in dem anderen Vorschlag, weil der für mich ganz interessant wäre, weil da nämlich auch nochmal auf den Aspekt Kindeswohl und so weiter eingegangen wird. Insofern ist das sinnvoll und vernünftig. Das ist die zusammengefasste Version aller bisherigen Versionen von uns, über die wir einzig und allein dann abzustimmen hätten. Damit sind alle anderen Fassungen quasi Geschichte. Ja? Okay. Zu der Sache, ob wir mit auf den rot-grünen Antrag gehen. Also ich stelle den Antrag nicht an die Fraktion, dass wir damit draufgehen. Also meines Erachtens müssen wir da auch nichts abstimmen. Nur das zur Klarstellung. Ach so, das war dann ein Missverständnis. Ja, andere Diskussion. Okay, okay. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir, wenn sich jetzt niemand dagegen ausspricht, den Vorschlag des mit draufgehens auf den rot-grünen Antrag raus. Okay, kommen wir somit zur Abstimmung über die Einbringung der finalen Version des Antrages der Liebe verdient Respekt, Ehe für alle. Wer der Ansicht ist, dass dieser Antrag in der vorliegenden finalen Fassung, in der finalen konsolidierten Fassung, so eingebracht werden kann zu diesem Plenum, der möge dies per Handzeichen nun anzeigen. Das hat hier keiner so richtig. Noch einmal, ich wiederhole mich noch einmal. Wer dafür ist, dass diese finale Fassung des vorliegenden Antrages so in diesem Plenum eingebracht werden soll, der möge dies nun per Handzeichen anzeigen. Daniel, Dirk, Michel, Simone, Olaf, Dietmar, Joachim, Danebot und Birgit. Wenn schon, denn schon. Ne? Wer spricht sich gegen die Einbringung in diesem Plenum von diesem Antrag aus? Der möge dies per Handzeichen signalisieren. Das ist dagegen. Das ist der Grumpy. Das ist der Grumpy, genau. Und zwar aus besagtem Grund. Ich halte den Zeitpunkt für falsch. Wer enthält sich bei dieser Abstimmung? Das ist Moni, Stefan. Wunderbar. Gut. Simone. Eben, ne? Entschuldige. Auch euch klar, es ist Wahlprogramm, ich habe jetzt dafür gestimmt, aber wir hatten hier gerade eine Sache. Also mit, die nicht monogamen Ehe in beliebiger Anzahl schließt dann auch Leute ein, irgendwelche Typen, die 5 Frauen heiraten. Ist das richtig? Also, klar. Ja? Solange das konsensual ist, ja. Ja. Die waren schon immer einverstanden. Aber die waren immer schon alle einverstanden, die Frauen. Okay. Okay. Sorry. Okay, Daniel, bitte. Mir ist klar, worauf du ja hinaus möchtest. Das hat einfach auch einen durchaus problematischen Ansatz, den wir haben. Aber das ist halt tatsächlich nur mal Parteiprogrammatik. Ich gehe momentan davon aus, dass ich dazu reden werde nächste Woche im Plenum. Ich bin darauf vorbereitet. Okay, nächster Antrag. Eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle für Nordrhein-Westfalen schaffen. Ob das im Augenblick die wirklich finale Version ist, kann ich nicht sagen, denn ich übergebe jetzt erstmal an Dirk. Ja, das ist nicht die finale Version. Da kommt gleich eine Änderung, die ich noch mal kurz gleich erläutern werde. Ja, es geht um eine unabhängige Beschwerdestelle. Der Fall Herford hat gezeigt, dass wir die brauchen. Also jetzt nochmal, der Fall Herford hat nochmal gezeigt, dass wir sie brauchen. Es gab schon mal einen Antrag. Dieser Antrag hier bezieht sich jetzt speziell auf die unabhängige Beschwerdestelle und richtet sich nur an Sie. Der Unterschied zur vorherigen Fassung ist, dass wir keinen Gesetzentwurf fordern, sondern eben entsprechend eine Art runden Tisch, in dem quasi die Grundzüge dieser Beschwerdestelle gemeinsam erarbeitet werden mit anderen Fraktionen der Landesregierung und entsprechenden Sachverständigen. Der Vorteil ist,
weswegen ich diese Version auch präferiere. Wir legen uns nicht fest auf eine Version und auch die Landesregierung muss sich nicht irgendwie festlegen, sondern es wird quasi im Konsens dann hinterher eine für alle vertretbare entsprechende Version zu einer Beschwerdestelle erarbeitet. Genau, steht im Wahlprogramm, das kommt noch hinzu. Jetzt ist aber aktuell, jetzt auch dann auch vor allem jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das einzubringen. Dietmar habe ich auf der Liste. Also ich finde den Antrag finde ich richtig. Ich finde ihn auch insgesamt ganz gut. Nur die Konnotation mit Herford, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich dir massiv widersprechen. Herford hat nicht gezeigt, dass wir das brauchen. Sondern die, ich sag mal, im Jahr 2013, 2014 durchschnittlich 2000 Fälle von Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte. Bei denen es maximal bis zu 1% zu Verurteilung gekommen ist. Das ist sicherlich ein sehr niedriger Prozentsatz. Und wir müssen einfach mal schauen. Ich weiß nicht, ob es im Rahmen des Spannungsverhältnisses zwischen Staat und staatlichem Gewaltmonopol auf der einen Seite und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite so eine Beschwerdestelle wirklich sinnvoll ist am Ende. Ja, weil wir bewegen uns hier nicht im Rahmen von privatwirtschaftlichem Handeln, wo vielleicht ein Ombudsmann was regeln könnte. Ich verstehe allerdings die Intention dieses Antrags, die ich ja wie gesagt auch für richtig halte, dass gerade auch was Polizeibeamtinnen und Beamte angeht, eine Anlaufstelle geschaffen werden muss. Nur, wie gesagt, wäre mir sehr lieb, wenn diese Herforder-Geschichte da vollkommen raus ist, denn die ist eine rein Justizangelegenheit, die hat natürlich was auch mit dem Ermittlungsverfahren zu tun, hat selbstverständlich auch was mit dem Gerichtsverfassungsgesetz zu tun und den Usancen im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, hat auch was mit der Überlastung von Staatsanwaltschaften zu tun und hat selbstverständlich auch was zu tun, das ist ja das, was Bürgerinnen und Bürger oftmals auch beklagen, dass die Polizei in sich so eine Art geschlossener Kreis ist. Und egal, was man gegen Polizei vorbringt, wird innerhalb der Polizei es immer genügend Leute geben, die sich für ihre Kolleginnen und Kollegen aussprechen. Das dürfen wir bei der ganzen Sache auch bitte schön nicht vergessen. Also wir müssen hier keine Polizeibeschwerdestelle für den inneren Polizeidienst schaffen. Das kommt nämlich hier so ein bisschen dran. Also vielleicht ist der Antrag ein bisschen früh. Da sollten wir noch mal insgesamt drüber sprechen. Ich fand den Antrag insgesamt, wie gesagt, gut, aber ich finde ihn zu kurz vorher. Dieser Antrag müsste in einer ausreichenden Weise diskutiert werden. Er folgt jetzt deinem Angebot, Dirk, hier persönlich die Beschwerdestelle darzustellen für alle Vorbringen im Zusammenhang mit Polizei im Land Nordrhein-Westfalen. Auch das finde ich ein sehr nobles Vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass du da Erfolg hast. Allerdings werden wir dich dann wahrscheinlich für die weitere Arbeit der Fraktion nicht mehr einsetzen können, weil es könnten nämlich so viele sein, dass du aus der Arbeit nicht mehr rauskommst. Danke. Okay, danke Dietmar. Dann habe ich Birgit und Simone. Also ich finde das auf mehreren Ebenen gut, allerdings das mit dem, dass du es persönlich machst, ist halt, also das hat halt zu viel Diskussionen außerhalb schon geführt, wie absurd das ist, aber gut, egal. Was? Ja, aber diese unabhängige Beschwerdestelle, da wollte ich noch eine Sache ergänzen, zumal also das nicht nur, also da würde ich dich mal widersprechen, wenn ich dich richtig verstanden habe, findest du es nicht richtig, dass das halt auch für Polizistinnen eine Beschwerdestelle wäre, an die sie sich wenden können, oder was hast du gemeint jetzt? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Okay, also ich war halt, wie gesagt, am Wochenende auf einem Podium, wo auch ein Polizeibeamter war, ein ehemaliger, der sehr deutlich gemacht hat, an welche Grenzen Polizistinnen und Polizisten kommen, wenn sie tatsächlich versuchen, zum Beispiel gegen rassistische Vorgehensweisen ihrer Kollegen und Kolleginnen anzugehen und dass sie im Grunde wenig Chancen haben und dann auch mal über Jahre im Keller verschwinden und ED-Behandlungen machen, wenn sie sich dagegen wehren. Insofern bin ich halt natürlich sehr für diesen Antrag. Okay, Simone? Ja, ich wollte das auch noch mal unterstützen. Das klang jetzt gerade bei Dietmar so, als wenn das so ein bisschen so, ach so, wie Obleute in der freien Wirtschaft oder so. Das Ganze ist ja nicht irgendwie auch mal eine gute Idee, sondern das ist ein viele Jahre durchdachtes Modell. Wir beide, Dirk und ich, wir waren damals im Rahmen des Wahlkampfes 2010,
haben Professor Feltus von der Bochumer Uni gesprochen, ein Kriminologe, der sich da seit Jahren für einsetzt und uns die recht erfolgreichen Modelle, jetzt lass mich nicht lügen, also auf jeden Fall aus Portugal und aus England vorgestellt hat. Das gibt es insgesamt schon in mehreren Ländern. Das ist nicht irgendwie so eine Obleute-Sache, sondern das sind Staatsanwälte, die ein Team bilden, was dann abgekoppelt ist von der eigentlichen Staatsanwaltschaft und dementsprechend professionell auch dann diese Beschwerden und diese Fälle behandelt. Aber das nur kurze Erläuterung, weil ich gerade das Gefühl habe, du weißt nicht richtig, worum es konkret geht bei der Beschwerdestelle. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Gibt es Dirk? Ja, den Fall Herford rauslassen. Du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, aber das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Denn der Fall Herford ist jetzt mal ein Fall, der öffentlich geworden ist und wo quasi nachgewiesen ist. Ein solches Fehlverhalten, was schon immer in Anführungsstrichen vermutet wurde, wo es aber nie irgendwelche oder selten irgendwelche konkreten Belege zu gab. Hier wurde es jetzt mal explizit nachgewiesen. Deswegen ist er schon ein wichtiger Aufhänger, wie ich finde. Mal abgesehen davon, es geht ja eben nicht um eine private Stelle, wie Moni sagte, wo man dann mal eben so hingehen kann und dann vielleicht sowas entschieden wird, was irgendwo in der Luft hängt, sondern mir persönlich schwebt es vor, quasi wirklich eine unabhängige Stelle, die wirklich Ermittlungsbefugnisse hat. Denn dieser Fall Herford ist ja quasi nur ein Symptom, sag ich mal. Ja? Es gibt überall in anderen Staaten, die sowas haben, gibt es dann so eine Abteilung interne Angelegenheiten, die sich ausschließlich damit befasst und auch dann zum Beispiel der Staatsanwaltschaft zuarbeitet. Aber unabhängig eben. Und das gibt es hier halt gar nicht. Und das ist quasi die Intention dieses Antrages. Deswegen ja auch entsprechend ein runder Tisch, um halt die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten, die wir da eventuell haben, erstmal zu beleuchten und entsprechend auszuloten. Ja? Was am Ende rauskommt, das ist eine ganz andere Sache. Aber man muss ja erstmal alle Möglichkeiten, die wir haben, auch rechtlich, wie ist das? Wie können die Staatsanwälte abgekoppelt werden? Können die wirklich unabhängig ermitteln? Wie ist das möglich oder auch nicht? Das sind Sachen, die halt dieser runde Tisch erarbeiten soll. Und am Ende steht ein Ergebnis, das wir hier abstimmen im Landtag. Ich setze mich mal gerade kurz selber drauf, denn während du das gerade sagtest oder weil du das gerade sagtest, habe ich die Idee, wie wäre es denn, falls dieser Antrag jetzt positiv abgestimmt wird, dass wir ihn im umgekehrten Verfahren einbringen, weil dann haben wir die Einbringung, die gesamte Diskussion in den Ausschüssen, können dann sogar noch die Erkenntnisse und Änderungen dann mit einfließen lassen und dann abschließend abstimmen. Es ist nur ein Vorschlag. Bitte? Nein, dann hätten wir keine Debatte vor der Sommerpause. Es wird in der Regel halt einmal debattiert und dann wird es halt im Ausschuss, das war's dann. Dann würde er halt im Ausschuss beerdigt werden, so wie er jetzt ist. Es war nur ein Vorschlag von der Überlegung her. Das Verfahren können wir gleich noch schnell abstimmen. Das kann ich ja, das ist eine kurze Entscheidung und dann können wir es entsprechend machen. Jetzt erstmal nur einen Antrag abstimmen. Ja, aber ja, wie es gesagt, war nur ein Vorschlag. Ja, genau, ich werde ihn halt entsprechend okay. Nochmal überlegen, nochmal abstimmen und dann können wir dann nochmal gleich entsprechend. Wenn es dann jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, denn ich glaube, bei der Thematik sind wir uns sowieso alle ziemlich einig, können wir darüber abstimmen lassen, ob wir diesen Antrag für dieses Sommerplenum oder vor der Sommerpause das letzte Plenum halt so einbringen. Dem würde ich jetzt bitten, das per Handzeichen zu signalisieren. Das sind Dirk, Michelle, Birgit, Toso. Ich kürze ab und frage, wer ist dagegen? Niemand? Eine Enthaltung? Ja, ich habe mich enthalten, der Grumpy. Somit bringen wir diesen Antrag so ein und dann mit den Überweisungen an Innen-, Justiz- und Hauptausschuss. Und wir haben 11.29 Uhr, dann würde ich jetzt sagen, machen wir Pause bis 11.40 Uhr. Ich muss nämlich auch eben schnell oben ein paar Dinge klären. Und ich möchte sehr pünktlich heute versuchen weiterzumachen und sage bis gleich. Es geht dann weiter mit der Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag. Von daher, Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sicherstellen. Und jetzt schaue ich gerade Richtung Jaroslav. Der Stream läuft.
Ach so, Dietmar. Muss ich gerade. Ah, okay. Ich habe mich erstmal sortiert hier. Ja, wir hatten 2012 mal einen Antrag gestellt, da ging es um die Anpassung des Gesetzes zur NRW-Bank, Gewährträgerstruktur und Prüfungsrecht Landesrechnungshof. Das war ein reiner, das war ein Antrag, der aus unserem Transparenzgedanken heraus Bezug nahm auf den großen, großen Schattenhaushalt, der in der NRW-Bank verwaltet wird, insbesondere auch mit kommunaler Zielrichtung. Die NRW-Bank ist unter anderem auch ein großer Kreditgeber der Kommunen. 36 Milliarden Kredite zugunsten der Kommunen werden dort verwaltet. Es handelt sich um die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen. Viele, auch im Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalens, ehemals enthaltene Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen, von öffentlichen Einrichtungen jedweder Art, sind aus dem Haushalt in der Zwischenzeit ausgelagert worden in Darlehensformen und dergleichen innerhalb der NRW-Bank. Und damals wurden wir gescholten, alleine für die Benennung des Begriffes Schattenhaushalt. Und wir haben dann mal nachgeschaut. Ursprünglich hatten wir damals gedacht, wir könnten eigentlich auch einen Verwaltungsrat fordern. Soweit sind wir eigentlich nicht gegangen, sondern hatten eben nur diese Gesetzesänderung eingebracht, woraufhin dann Rot-Grün den Beirat der NRW-Bank aus dem Hut zauberte. Der Beirat der NRW-Bank in der derzeit existierenden Form ist jedoch nichts anderes als im Prinzip ein Informationsentgegennahmegremium, in dem weder etwas vorab verlautbart wird, noch dass da in irgendeiner Form irgendwelche Entscheidungen getroffen werden könnten oder beeinflusst werden könnten. Toso hat das gerade richtig erwähnt, ein Feigenblatt, im Prinzip so, ja, Feigenblatt, mehr braucht man da gar nicht so zu sagen, unter den Transparenzgesichtspunkten, die wir so kennen, eher eine Irreführung der Öffentlichkeit, so nach dem Motto Beruhigung, hey, da gibt es noch einen Beirat, keine Sorge, alles ist im grünen Bereich. Was da im grünen Bereich ist, haben wir in letzter Zeit gesehen, insbesondere im Zusammenhang mit HETA, Österreich, der Tatsache, dass HETA mal eben alles gestrichen hat. Die NRW-Bank ist davon betroffen. Wir haben im letzten Plenum dazu einen Antrag gehabt und es wurde beschlossen, dass das Land Nordrhein-Westfalen die NRW-Bank da auch im Klagewege bzw. hinsichtlich ihrer Klageambitionen unterstützen möge. Wir haben einen weiteren Aspekt. Auch das ist in der NRW-Bank, insbesondere im Verwaltungsrat, im Vorfeld besprochen worden und auch beschlossen worden, wie es zu laufen hat, im Zusammenhang nämlich mit der Kunst im Lande Nordrhein-Westfalen, Warhol-Veräußerungen, Westspiel. Die NRW-Bank spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Und bevor die verkauft worden sind, versteigert worden sind, die Warhols, sondern auch danach, was die Finanzierung der Westspiel angeht, was auch die Finanzierung von Kunst im Lande Nordrhein-Westfalens angeht, soll die NRW-Bank Gelder, die daraus vereinnahmt worden sind, der Westspiel zur Verfügung stellen und dabei eine Treuhandfunktion wahrnehmen. All das sind Dinge, die zwar teilweise gesetzlich festgeschrieben sind, teilweise auch in der Satzung der NRW-Bank, aber überwiegend auch in den Verwaltungsrat der NRW-Bank verhackstückt werden und beschlossen werden, ohne dass eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet wäre. Transparenz ist nun mal eins unserer Kriterien, mit dem wir unterwegs sind, mit dem wir angetreten sind. Wir sind auch angetreten, um Dinge zu ändern. Und ändern können wir nur etwas, wenn wir auch Strukturen, wie sie einmal festgeschrieben worden sind, hier in dem Fall der Strukturen der NRW-Bank im Verhältnis zum Landeshaushalt, versuchen aufzubrechen und dort auch einen Fuß reinzubekommen. Und von daher kann unsere Maximalforderung heute nur richtig sein, auch vor dem Hintergrund der genannten Beispiele, und für alle Fraktionen einen Verwaltungsratssitz fordern, um hier auch tatsächlich eine Kontrolle und auch eine Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der dem Lande Nordrhein-Westfalen in der NRW-Bank zu gewährleisten. Von daher der Antrag, der, und das möchte ich betonen, nicht jetzt in dieser Sitzung eingebracht werden soll, in der folgenden Plenarsitzung eingebracht werden soll und dann im Ausschluss irgendwie in der Versenkung verschwindet und dort kaputt gestimmt wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Rot-Grün dem zustimmt, ist momentan relativ gering. Möglicherweise ergibt sich aber ein konsensuales Vorgehen, weil auch aus den anderen Fraktionen mittlerweile verlautbart wurde, zumindest ansatzweise und so hinter vorgehaltener Hand, den Beirat können wir uns eigentlich schenken, der bringt nichts, das ist nichts weiter als eine Veranstaltung, nach der es dann irgendwie auch ein Stück Fleisch gibt. Also von daher
Von daher sollten wir Fleisch an die Sache bringen, was unsere Forderung angeht, und hier einfach mal einen Fund fordern im umgekehrten Verfahren. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die anderen Fraktionen sich da gegebenenfalls mal Gedanken in Ruhe zu machen und auch auf uns zugehen, oder wir haben die Möglichkeit, auf die anderen nochmal zuzugehen, um vielleicht hier eine Veränderung in der Kontrollsituation bezogen auf die NRW-Bank herbeizuführen. Und vielleicht ergibt sich dann am Ende sogar die Möglichkeit eines gemeinsamen Antrags in diese Richtung. Wir haben es erlebt, beim letzten Mal haben wir einen Antrag gestellt, da kamen, wie gesagt, die anderen im Beirat um die Ecke. Was spricht dagegen, das jetzt nochmal zu versuchen und vielleicht hier eine Stärkung der Vertretung der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen in Bezug auf den Schattenhaushalt NRW, NRW-Bank zu schaffen. Pikant bzw. charmant an der ganzen Angelegenheit ist, dass unsere derzeitige Ministerpräsidentin und auch die stellvertretende Ministerpräsidentin, sprich Rot-Grün, in der Zeit, als sie Opposition waren, einen quasi ähnlichen, nein, gleich, teilweise wortgleichen Antrag gestellt haben. Und es wird Rot-Grün heute relativ schwer fallen, sich so einfach darüber hinwegzusetzen und zu sagen, jetzt wollen wir das aber nicht mehr. Fertig. Vielen Dank, Dietmar. Das waren 5 Minuten. Gibt es Rückfragen diesbezüglich an Dietmar und oder das Finanzteam? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir dann zur Abstimmung, ob wir diesen Antrag im vorliegenden Wortlaut zu diesem Plenum einbringen. Wer der Meinung ist, dass wir dies tun sollten, möchte dies jetzt per Handzeichen signalisieren, im besprochenen umgekehrten Verfahren, wie Dietmar es ja auch schon andeutete. Einmal kurz. Okay, das ist dann sogar einstimmig. Ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung. Und Dietmar hat noch einen Satz vergessen. Erstens Dankeschön. Zweitens, Frank ist jetzt nicht hier, er hat aber eine Frage bzw. Einwendung bezüglich des Antrags, weil in der Ziffer 1 des Beschlusstextes auch diese wohnungswirtschaftliche Kompetenz oder was enthalten ist. Das haben wir ganz bewusst da wieder reingeschrieben, weil nämlich auch der Beschlusstext des ursprünglichen oder ehemaligen Antrags von Rot-Grün war. So, vielen Dank. Dann kommt der nächste Antrag, Überwachungsgesamtrechnung vorlegen, Transparenz über Situation der Privatheit und der Freiheiten in unserer Gesellschaft schaffen. Jetzt steht hier die Anmerkung, dass dieser Antrag gerade nochmal überarbeitet wird. Nur redaktionell ist der Einwurf von Dirk. Da Frank Herrmann heute ja entschuldigt ist, möchtest du eben Dirk den Antrag vorstellen? Ja, also Frank ist ja jetzt auf Ausschussreise und hat mich daher gebeten, den Antrag hier vorzustellen. Es geht im Prinzip um die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung aufgestellte Überwachungsgesamtrechnung. Das Bundesverfassungsgericht hat halt festgestellt in seinem Urteil, dass wenn noch mal eine derart oder dass wenn überhaupt eine derart umfassende Datensammlung wie die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird, der Gesetzgeber sich zunächst über alle anderen schon bestehenden Überwachungsmaßnahmen, die existieren, erstmal Gedanken machen muss und sich auch darüber Gedanken machen muss, führt das dann letztlich in der Gesamtschau aller existierenden Überwachungsmaßnahmen nicht zu einem Umfang, der in einer Demokratie nicht mehr vertretbar ist. Eine solche Überwachungsgesamtrechnung ist aber bisher noch nicht geschehen, weder auf Bundes- noch auf Landesebene. Da jetzt aber wieder mal großmäulig die Einführung der Vorratsdatenspeicherung gefordert wird, ist eine solche Überwachungsgesamtrechnung im Vorfeld einer solchen Einführung eben das Allermindeste, was passieren sollte. Daher dieser Antrag. Moni, bitte. Ich frage mal ganz blöd, wenn wir das jetzt fordern, schaffen wir nicht die Voraussetzung für die Vorratsdatenspeicherung? Wenn wir jetzt hergehen und sagen, hey, stellt mal eine Liste auf, was ihr alles schon tut, ist das nicht sich selber ins Knie schießen? Ich frage das jetzt nur mal so. Keine Ahnung. Ich habe mich gerade mal kurz selber auf die Liste gesetzt. Aus meiner Sicht nämlich nein. Who watches the watchman? Wer überwacht die Überwacher? Niemand hat wirklich genau den Überblick und von daher ist es vor allen Dingen erstmal die Aufstellung aller und die Kontrolle aller bestehenden Mechanismen und genau das wird ja mehr oder weniger sowieso gefordert und es muss ganz einfach mal klar gemacht werden. Wir hatten ja auch die große Anfrage, man drückt sich gerne darum, konkret genau aufzuschlüsseln, was alles schon gemacht, getan wird. Wir hatten ja selber die große Anfrage auch im Bereich der Videoüberwachung. Diese ist ja sowas von ausweichend beantwortet worden, indem man es halt einfach abgewälzt hat auf die niederen
Ebenen, auf die Kommunen. Das ist genau der Punkt, wo wir damit sagen, das geht nicht. Das muss ganz einfach für jeden Menschen klar ersichtlich sein, wo das überall stattfindet. Deswegen diese Gesamtrechnung aufmachen. Dirk? Ergänzend dazu würde ich vielleicht noch dann sagen, etwas solches wurde ja quasi wissenschaftlich auch noch nie irgendwie durchgeführt. Und ich glaube, den allermeisten, vor allem auch den allermeisten Abgeordneten, die das letztlich entscheiden, denen ist überhaupt nicht bewusst, was heute schon, auch ohne Vorratsdatenspeicherung, schon möglich ist. Und dass wir bei den heutigen Möglichkeiten, ich sag mal, die Stasi ein Scheiß dagegen war, auch ohne Vorratsdatenspeicherung schon, das wissen die gar nicht. Das können die sich bildlich vielleicht gar nicht vorstellen, weil die keinen Überblick darüber haben. Wenn sowas mal erarbeitet wird, dann wird da, so die Hoffnung, auch mal ein Umdenken stattfinden. Gibt es weitere Nachfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich hier drüber abstimmen lassen, dass wir nach den kleinsten redaktionellen Änderungen den Antrag einbringen werden. Es war die Überwachungsgesamtrechnung vorliegen. Wer der Meinung ist, dass wir diesen Antrag zu diesem Plenum einbringen sollen, der möge dies jetzt bitte per Handzeichen signalisieren. Alle. Das alle. Ist einstimmig. Ja. Ist einstimmig. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Antrag von Danebod. Die Atomstiftung bedeutet finanzielles Risiko für die kommunalen RWE-Anteilseigner. Die Landesregierung muss Vorsorgemaßnahmen prüfen. Danebod. Ja, wir haben ja seit einiger Zeit Spaß mit RWE und Konsorten, die ja vor einigen Jahren noch einen zweistelligen Milliardenbetrag im Jahr verdient haben, aber jetzt keine Rückstellungen für die Atomendlagerung und Zwischenlagerung gebildet haben. Die müssen also, wie Herr Therion, der Chef da von RWE, sagte, erst noch mehr Braunkohle verstromen, damit sie überhaupt das Geld verdienen können für die Endlagerung und für andere Verpflichtungen, die sie halt haben. Das ist so, dass halt die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen gut verbandelt sind mit RWE, Aktientausch gemacht haben. RWE ist an den Stadtwerken beteiligt. Da gibt es so verschiedene Varianten, wie sie das gechinscht haben. Und die Kommunen haben den Wert dieser Aktien in ihren Büchern stehen. Das ist aber ganz unterschiedlich, die Methode, mit der sie vorgegangen sind. Dortmund zum Beispiel hat den damaligen Einkaufswert der Aktien in den Büchern stehen von vor 20 Jahren. Das heißt, die würden selbst nach heutigem Kurs, wenn sie jetzt verkaufen kriegen, noch einen Gewinn verbuchen können, während andere, als die Kurse gestiegen sind, halt die höheren Kurse eingebucht haben und jetzt das Problem haben, wo die Kurse fallen, dass sie abschreiben müssen. Essen hat fast 1 Milliarde Euro abschreiben müssen und ist damit pleite. Und wir wollen gerne wissen, ob da die Landesregierung überhaupt einen Überblick drüber hat, denn es ist absehbar, dass der Wert der RWE-Aktien weiterfallen wird, dass RWE irgendwann pleite geht, dass die kein Geld mehr kriegen werden für ihre Beteiligung, dass vielleicht auch irgendein Hedgefonds kommt und die Aktien, große Aktienpakete von RWE aufkauft und RWE dann filetiert wird. Das, was noch ein bisschen Geld bringt, wird abgetrennt und der Rest kann dann pleite gehen. All solche Dinge kann man sich vorstellen und das wird für die Kommunen verheerend und das Land hat letzten Endes dann natürlich dafür gerade zu stehen. Dann kommt der Finanzkommissar, der von der Bezirksregierung eingesetzt wird, das ist ja eine Landesbehörde. Ja, und die Landesregierung muss da eben entsprechende Vorsorge treffen und erstmal überhaupt gucken, was da genau los ist. Wie haben die einzelnen Kommunen das halt verbucht und wie kann man da Vorsorgemaßnahmen treffen? Dieser Atomfonds, Atomstiftung ist ja auch eine Sache, die jetzt in der Diskussion halt ist, wo dann diskutiert wird, dass die Betreiber die Hälfte einbringen und der Bund die andere Hälfte, also der Steuerzahler. Das ist natürlich etwas, was wir eigentlich nicht wollen, aber man darf sich da keine Illusion hingeben, es wird kein Endlager geben. Die Endlagersuchkommission spricht schon vom Jahr 2170, bis es vielleicht soweit ist, das heißt kurz vor der Eröffnung des BER. Ja. Das kann man sowieso vergessen, also es wird sowieso an uns allen hängen bleiben. Aber das muss mal in der Haushaltsplanung halt mit eingebracht werden, unserer Meinung nach. Darum geht's. Vielen Dank, Danebod. Gibt es hierzu Rückfragen? Auch hier ist keine Rückfrage angezeigt. Von daher können wir direkt darüber abstimmen lassen. Wer der Meinung ist, dass wir diesen Antrag so zu diesem Plenum einbringen, der möge dies bitte per Handzeichen jetzt signalisieren.
Das ist wiederum einstimmig. Vielen lieben Dank. Und kommen wir jetzt zum letzten Antrag für dieses Plenum. Das ist die sonderpädagogische Förderung jetzt sicherstellen. Moni, du hast das Wort. Ja, wir haben seit gestern Kenntnis von einem Schreiben aus der Bezirksregierung, dass da Verfahren zur diese AOSF-Verfahren zur Ermittlung sonderpädagogischen Förderbedarfs, dass das da nicht sehr AOSF heißt das. Das Einstufungsverfahren für den Sonder. Einstufung, das heißt wörtlich anders. Das heißt Antrag wörtlich? Auf. Wörtlich heißt es Förderbedarf. Ausbildungsordnung sonderpädagogischer Förderbedarf. Just said that. Ja. Es geht um die Einstufung der Kinder. Genau, es geht darum, dass die Schüler halt überprüft werden, es geguckt wird, haben die Förderbedarf, wie sieht der Förderbedarf aus. Die Bezirksregierung Münster sagt einfach, wir schaffen das gar nicht, jetzt machen wir nur noch das für die und die Schüler, alles andere schieben wir nach hinten. Wir sind der Auffassung, dass um den Schülern und den Eltern Sicherheit zu geben, es wichtig ist, dass diese Verfahren zeitnah stattfinden, gerade jetzt zu Ende des Schuljahres, weil es eventuell auch Konsequenzen für den Schulort haben kann. Ich hätte diesen Antrag lieber tatsächlich in den Ausschuss gebracht, nochmal als dringliche Anfrage, dafür war es leider zu spät. Hätte das gerne aber vor den Sommerferien nochmal aufgerufen, das Thema, weil es sich eigentlich nach den Sommerferien erledigt hat. Es geht darum, einfach nochmal mit dem Finger drauf zu zeigen, das läuft einfach nicht rund hier und deshalb dieser Antrag jetzt auch erst gestern entstanden. Da habe ich dann direkt noch eine Nachfrage, was das Technische angeht. Überweisung oder direkte Abstimmung? Direkte Abstimmung. Genau, was die Möglichkeiten angeht, von mir noch kurz den Einwand. Moni und ich haben uns darüber halt auch unterhalten, was wir da so für Möglichkeiten haben. Und vor der Sommerpause ist das auch meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, das so einzubringen. Gibt es da Rückfragen direkt an Moni? Okay, dann können wir auch darüber abstimmen. Sonderpädagogische Förderung jetzt sicherstellen. Wer der Meinung ist, dass wir diesen Antrag so einbringen sollten, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Auch dies ist final einstimmig. Vielen lieben Dank. Jetzt muss ich mir das eben kurz vermerken. Für nachher ist ja wieder die PGF-Runde. So, dann habe ich jetzt eine zusätzliche Frage. Und zwar ist es die Frage der Priorisierung. Oder es gibt noch eine Anmerkung seitens Michelle. Ja, ist doch nur ganz kurz. Ist kein Antrag von uns, deswegen steht das jetzt nicht in dem Pad drin und es gibt auch noch keine finale Version, die man hätte rumschicken können, aber es soll einen Änderungsantrag zum Thema Kopftuchverbot geben. Da gab es jetzt mehrere Treffen zu. Da gibt es jetzt einen interfraktionellen Text, den wir gemeinsam abgestimmt haben, den wir auch sehr gut finden vom Bereich Schule und wir würden euch einfach um, in Anführungszeichen, den Blankoscheck bitten, dass wir mit auf diesen Antrag draufgehen. Sobald die finale Version vorliegt, werde ich den auch rumschicken. Am Ende ändert sich nichts. Es wird ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt und es war ein bisschen Wording-Fummelei, weil die Kirchen wollten dann nicht irgendwie, der Anschein muss erweckt werden, sondern da, nein, es muss der Schulfrieden wirklich gestört sein, tralala. Also es wird werde die Entstehungsgeschichte vielleicht mal verbloggen. Es war sehr witzig und sehr, ja. Aber am Ende ändert sich wenig inhaltlich. Nur, wie gesagt, es wird diesen Änderungsantrag geben und wir wollen damit draufstehen, weil es alle Änderungen sind sinnvoll, teilweise sogar auf unsere Initiative so umgesetzt worden und deswegen hätten wir da gerne euer Okay für. Ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, ich selber vertraue da ja meinem sektenpolitischen Sprecher. Sektenbeauftragter und Sektbeauftragter. Okay. Gibt es kurz Rückfragen dazu eurerseits? Weil ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir dann trotzdem, passiert das heute noch? Okay. Das heißt, im Laufe der Woche, dann können wir da ja auch noch einen Umlauf zu machen und oder es direkt am Dienstag eben kurz mit und dann.
Pass nochmal ins Mikro. Genau. Inhaltlich ändert sich eh nichts. Also das ist wirklich alles nur Wording. Okay, nochmal eben Moni. Ja, zu dem gleichen Gesetz kündige ich auch schon mal an, dass wir wahrscheinlich einen Entschließungsantrag, das meinte ich damit, dann haben wir es gerade missverstanden, einen Entschließungsantrag zu einem anderen Teil dieses Gesetzes, den werden wir auch per Umlaufbeschluss nochmal. Ah, gut, dass man da nochmal nachgefragt hat. Okay, also wir bringen das auf den Weg. Vielen Dank. Dann beenden wir Top 3 und kommen zu Top 4. Am vergangene Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, war der Jugendland. Du hast gerade selber gesagt, was du tun möchtest. Du möchtest eine Priorisierung. Stimmt. Einmal kurz aus der Kurve gehauen. Ich gehe nochmal kurz zurück zu Top 3. Danke, Michelle. Super Leistung. Thema Priorisierung. Von den Anträgen, die wir gerade eingebracht haben, oder einbringen werden, ist ja immer die Frage, ich sag mal, die Chance, dass wir ein vernünftiges Zeitfenster finden, liegt so bei 2 Anträgen. Ich zähle hier jetzt 9 Stück. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir fast automatisch den Freifunkantrag vernünftig platziert bekommen. Jetzt geht schon die erste Hand hoch. Lukas? Würde ich dir vielleicht sogar widersprechen. Also, okay. Es ist zwar gut für uns und halt auch für unsere Partei und nicht zuletzt für den Freifunk, allerdings glaube ich, also zum einen musst du da nicht so viel Kapazitäten reinpulvern, wenn es den anderen wichtig wird, dann werden die es halt selber tun. Das kannst du dann unterstützen, wenn nicht, dann halt nicht. Wir werden dann die Debatte aufzeichnen und halt über unsere Kanäle publizieren, verbreitern und so weiter. Insofern würde ich da vielleicht eben anderen Anträgen Vorzug geben. Okay, dann mache ich mir da schon mal eine Markierung. Also einfach mal überlegen, so mit was für einem Thema könnten wir die meisten Menschen draußen erreichen. So, und da halte ich den Freifunkantrag, so toll er ist, nicht für geeignet zu. Okay, dann hatte ich bei mir notiert gehabt, dass wir die Polizeibeschwerdestelle vielleicht ein Stückchen weiter nach vorne setzen und die sonderpädagogische Förderung nach dem Gespräch mit Moni gestern. Denn die bildungspolitische Debatte immer wieder, egal welcher Teil davon, ist in Nordrhein-Westfalen eins der hitzigsten Themen, die diskutiert werden, neben dem Finanzwesen. Simone. Wir haben ja jetzt den Vorratsdatenspeicherungsantrag abgelehnt für dieses Plenum. Ich würde trotzdem, da ja sicherlich die Vorratsdatenspeicherung im Redebeitrag auch erwähnt wird, die Gesamtabrechnung Überwachung und damit in ihrer Aktualität im Kontext mit Vorratsdatenspeicherung einführen, auch eher priorisiert platzieren. Weitere Rückmeldungen von euch? Dann danke ich für euer Vertrauen und nehme diese Ansagen so mit. Sekunde bitte. Dann jetzt aber Top 4. Vergangene Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag war der Jugendlandtag hier im Landtag Nordrhein-Westfalen zu Gast. Und ich hatte Olaf kurz gebeten, eine Kurzzusammenfassung zu geben. Wir werden dazu auch einen etwas ausführlicheren Blogbeitrag und auch einiges an Bildmaterial auch noch nachschießen, was ich sehr begrüße und übergebe sehr, sehr gerne jetzt gerade an Olaf. Ja, mit dem ausführlichen Bericht ist das vielleicht so eine Sache, weil ich habe mich auch, ja, es ist ja erstmal jetzt
so gesagt worden, ist ja auch okay, weil es ist natürlich eine sehr subjektive Sache, auch das, was ich geschrieben habe. Und es ist eigentlich auch schwierig, ich kann jetzt hier schlecht eine Zusammenfassung machen, also das traue ich mir nicht zu, weil dann komme ich ganz klar dazu, dass ich jetzt etwas Objektives vorlegen möchte und dann habe ich sicherlich die Hälfte vergessen, was hinterher sicherlich genauso wichtig war. Von daher ist es wirklich eine ganz subjektive Sache, die mich, vor allem weil es mich auch sehr berührt hat. Ich möchte direkt mit drei Sachen anfangen, die mich persönlich hier am meisten berührt haben an der ganzen Sache. Das hat nämlich relativ wenig sogar mit unserer Fraktion zu tun, sondern eigentlich mit dem Jugendlandtag als Ganzes. Und zwar, was hier überhaupt für Themen wieder diesmal von den Jugendlichen eingebracht worden sind und vor allem, wie die Jugendlichen sich dazu entschieden haben, beziehungsweise wie sie dazu gestanden haben. Das eine war ja nur in Anführungsstrichen eine Debatte. Und zwar waren das die Themen Homo-Ehe, die hier auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, von allen Fraktionen. Den Antrag selber haben dann hinterher nur noch ohne die CDU. Die CDU wollte das lieber als Aktuelle Stunde haben. Ansonsten ist es aber jetzt ein Antrag geworden. Und selbst dort ist es, also ich fand es klasse, ich hatte fast die Tränen in den Augen, der ganze Jugendlandtag hat mit drei Gegenstimmen für die Homo-Ehe sich entschieden. Ich sage jetzt mal so, ich gehe mal davon, dass vielleicht nicht ganz, es ging sogar so weit, es wurde sich für die Ehe für alle entschieden. Das heißt, eigentlich wurden auch die nicht monogamen Beziehungen jetzt hier bei der Abstimmung im Landtag gar nicht ausgeschlossen, bewusst. Und das fand ich ein Wahnsinnsding. Genauso fand ich das Verhalten bzw. die Debatte, die zu den Flüchtlingen stattgefunden hat. Vor allem auch, wenn wir jetzt mal die Fraktionen betrachten, wo wir normalerweise mit den erwachsenen Abgeordneten wohl noch die meisten Probleme haben und am wenigsten übereinstimmen. Selbst die haben hier eine Meinung vertreten, die ich beachtenswert finde und vor allem sehr gut hat mir dazu, man kann das vielleicht zusammenfassen mit einem Satz, das ist jetzt auch noch aus einer anderen Fraktion von dem FDP-Typen, den kann man auch auf dem Landtag nachlesen, weil ich finde den ganz klasse. Wir zeigen hier den Erwachsenen mal wohl so, dass wir nicht mehr die Altherrenpolitik mitmachen. Ich habe das irgendwie so ein bisschen zusammengemacht. Sie haben uns mal wieder gezeigt, dass viele Grenzen eigentlich nur in den Köpfen der älteren Leute stattfinden, dass es die Jugendlichen nicht haben. Und das war eben auch das, was mir so unheimlich viel Mut gegeben hat. Und zwar Mut jetzt wirklich mal so im Sinne, wenn ich gucke in die Zukunft, wie die nächsten Generationen die Gesellschaft übernehmen und was die für Ideale haben. Fand ich das klasse. Und damit zusammen, was mir auch persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, da kann man natürlich jetzt unter Umständen unterschiedlicher Meinung zu sein, der Jugendlandtag hat sich diesmal gegen das Singen der Nationalhymne entschieden. Ja, das heißt, gerade in der Derzeit und auch mit unserer Vergangenheit finde ich es unheimlich klasse, dass die Jugendlichen also auch selbst dieses Symbol nicht mehr unbedingt haben möchten. Ja, ob man jetzt, ne, was man jetzt überhaupt noch zu so Nationen oder so, so weit ist die Diskussion ja gar nicht gegangen, sondern es kam ja nur aufgrund des GO-Antrags, der jedes Jahr gestellt wird. Und auch selbst das fand ich bezeichnend und es zeigt für mich, dass sich da auf jeden Fall was ändern wird. Auch in den nächsten Generationen. Hoffe ich mal, in der Hoffnung, dass die Jugendlichen nicht dann irgendwann sich verdrehen lassen. Zu unserer Fraktion kann ich nur sagen, jegliche Ängste, die hier zum Teil geäußert worden sind, die auch vorsichtig an mich herangetragen worden sind, haben, soweit ich das beurteilen kann, sich überhaupt nicht bewahrheitet. Wenn ich die Berichte von den letzten Jahren mitbekommen habe, ist, glaube ich, die Fraktion diesmal sogar noch weniger mit der Verwaltung irgendwie aneinander geeckt und es hat weniger, zumindest offene Konflikte gegeben, als wie ich mitbekommen habe, dass es in den letzten zwei Jahren gewesen sein soll. Ich war in den letzten beiden Jahren leider nicht dabei. Von daher kann ich nicht so den direkten Vergleich machen. Ansonsten hat unsere Fraktion, wenn ich jetzt sage normal, sondern so wie auch in den letzten zwei Jahren gut zusammengearbeitet. Und ich fand es auch wieder sehr interessant. Es macht echt Spaß, wenn man hier sitzt und die Jugendlichen dabei einfach beobachtet, wie sie um ihre Positionen ringen. Und es macht vor allem, glaube ich, bei uns unheimlich viel Spaß, weil ich glaube, das Spektrum, was wir auch an Jugendlichen haben, von den Meinungen, die da vertreten sind, dass das in den anderen Fraktionen so nicht vorhanden ist. Zwar natürlich gab es jetzt gerade auch bei der SPD oder bei den Grünen zum Beispiel Leute an der Nationalhymne-Frage, kann man das vielleicht, glaube ich, ganz gut festmachen.
die sich dagegen entschieden haben. Klar, sonst wäre es ja nicht abgelehnt worden. Allerdings glaube ich nicht, dass die da so eine Geränge gehabt haben. Also die Jugendlichen bei uns, das ging wirklich von, wie gebe ich meinem Protest Ausdruck? Und da war gar nicht die Frage, ob sie ihrem Protest Ausdruck geben wollen, sondern eigentlich nur noch die Frage, wie weit sie gehen. Bis dahin, dass wir wirklich auch Leute in der Fraktion hatten, die sich da ganz klar dafür ausgesprochen haben, dass die Nationalhymne gesungen wird. Und auch da sind die Jugendlichen allerdings dann wieder ganz klar relativ schnell, ich sag mal, piratenlike mit umgegangen, muss jeder selber wissen. Das heißt, die haben an der Stelle auch ganz klar, weil sie gemerkt haben, das ist nur noch eine Sache, die jeder für sich entscheiden kann. Fand ich allerdings auch eine ganz, ganz tolle Einsicht, dass hier zum Beispiel gar nicht versucht hat, die Gruppe von, in dem Artikel wird auch das, ganz klar das Wort Linksautonome, so aus dem Spektrum kam einen großen Teil der Jugendlichen, was ich ganz klasse fand, dass sie in der Frage der Nationalhymne gar nicht mal versucht haben, ihre Meinung als solches komplett in der Fraktion durchzudrücken, sondern da auch ganz klar die anderen Meinungen haben stehen lassen. Was für mich auch wieder ein Zeichen ist, dass so viel man über diese Art von Jugendlichen erzählt, wie kompromisslos oder wie hart sie sind, es sind sie einfach nicht. Sie wollen nur auch ernst genommen werden. Und das war für mich auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. So viel zu meinen persönlichen Eindrücken. Ich würde die anderen MDLs, wenn sie Lust haben, einfach bitten, vielleicht auch auf die Seite oder am Ingo ihre Eindrücke zu schicken, dass man das vielleicht ein bisschen komplettieren kann. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz klarer, ein kleiner Ausschnitt, das, was mich emotional bewegt hat an den 3 Tagen. Vielen Dank, Olaf. Geht mir ähnlich. Dann vielleicht noch kurz Daniel Düngel und dann wird es auch zeitkritisch. Ich habe das kurz verstanden. Danke, Grumpy. Danke vor allem Olaf, dass du das dieses Jahr auch komplett übernommen hast und der Landtag steht noch. Also insofern kann ja mit der Gruppe alles irgendwie nicht ganz verkehrt gelaufen sein. Ich möchte aber auch mich bedanken. Ich glaube, wir haben prozentual, was die Abgeordneten angeht, einfach die stärkste Präsenz hier gehabt aller 5 Fraktionen. Das finde ich gut. Ich finde es aber so traurig, dass die anderen 4 Fraktionen dieser Veranstaltung so wenig Wertschätzung gegenüberbringen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich glaube, alle spätestens, ich nehme jetzt exemplarisch das Plenum am Samstag, ich gucke mal Joachim an, das macht ja Bock, den Jugendlichen da zu folgen, ja, und diese Debatten da eben. Ich will nicht das alles wiederholen, was Olaf gerade gesagt hat, unterschreibe ich halt alles hundertprozentig. Ich würde mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr vielleicht noch intensiver mit dabei sind. Ich weiß, dass jeder immer irgendwie was hat und ich weiß auch, dass CDU-Parteitag und so weiter gewesen. Ich glaube aber, dass es trotz alledem wichtig ist für die Jugendlichen. Ich habe, und das, damit möchte ich schließen, ich habe am Samstag mit einem jungen Mädchen von der FDP auf der Terrasse gestanden, kurz. Die hat dann noch geraucht. Und sie war halt bitter enttäuscht, dass sie ihren FDP-Abgeordneten in diesen 3 Tagen nicht kennengelernt hat. Ich spare mir jetzt, wer es war. Jemand, den man kennt. Aber man hat einfach tatsächlich, unabhängig davon, wer das jetzt dann tatsächlich gewesen ist, man hat halt dieser Teilnehmerin angesehen, dass sie das wirklich richtig traurig findet oder richtig traurig fand. Sie hat halt eben auch gesehen, dass die anderen Jugendlichen ihre Abgeordneten irgendwie kennengelernt haben und so weiter und so fort. Die finden das großartig. Die finden das super. Auch, dass wir hier die ganze Zeit irgendwie mit dabei sind, das ist sowas, das nimmt man einfach, glaube ich, als Riesenerfahrung irgendwie mit. Und dafür nochmal ein herzliches Dank an alle, die das so möglich gemacht haben, nicht nur dieses Jahr, auch bei den letzten beiden Malen. Ich finde, dass wir da wirklich ganz vorne mit dabei sind und erstklassige Arbeit machen. Marc? Joachim, bitte. Ein Satz noch für diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Nochmal als Anregung, bitte in die Aufzeichnung reinschauen. Ich will das nicht wiederholen jetzt. Ich will nur ein Bonmot erzählen. Wir saßen da hinten zusammen und Arndt Glocke von den Grünen kam etwas später, eine Viertelstunde später, war die Debatte schon im vollen Gange und sagte, was ist denn hier los? Das ist ja wie in England hier. Die Jugendlichen einer Fraktion sind zur Ehrerbietung für Rednerinnen und Redner, nachdem das Pult verlassen hat, alle aufgestanden. Das war also ein dauerndes Auf- und ein großartiges...
lebhafte, bei fast allen Reden war das so. Das war eine großartige, lebhafte Nummer. Und ich muss auch sagen, ich habe einige Reden gehört, die waren wirklich beeindruckend, auch von den Jugendlichen. In dem Sinne nochmal vielen Dank an alle. Ich werde es nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht, wieder machen. Letztes Jahr konnte ich nicht. Großartige Nummer. Vielen Dank für diese Schilderung der Eindrücke. Dann würde ich sagen, können wir Top 4 für heute beenden. Kämen dann zu Top 5, den Umlaufbeschlüssen. Nach meinem Kenntnisstand gab es vergangene Woche keine. Diese Woche wird es bestimmt noch welche geben. Dann kommen wir zu Top 6 und treckern uns möglichst zügig und rasch durch den Bereich des Sonstigen. Wir hoffen, dass wir diesmal nichts hinten runterfallen lassen. Sommerfest. Moni. Ja, ganz kurz. Es geht halt um die Entscheidung, ob wir wie letztes Jahr nächsten Donnerstag ab 16 Uhr wieder für alle Mitarbeiter ein Sommerfest organisieren sollen, ob die Fraktion das wünscht. Wir haben das letzte Mal so gemacht, dass von jedem MDL für halt persönliche Mitarbeiter und sich selber 25 Euro da eingesammelt worden. Für die Fraktionsmitarbeiter bezahlt es die Fraktion. Ich möchte einfach nur wissen, ob ich von euch den Auftrag habe, das zu organisieren oder nicht. Dann würde ich ganz kurz in die Runde fragen, wer der Meinung ist, dass Moni das Sommerfest organisiert für alle Angestellten für kommende Woche Donnerstag, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung von Creon und Toso, vielen Dank. Jetzt muss ich gerade gucken. Dann haben wir den Punkt Wahlkreisbetreuung, den hatten wir beim letzten Mal etwas geschoben. Das geht, ist, glaube ich, es geht um Münster, wenn ich mich nicht irre. Das sind Joachim Daniel in aller Kürze. Ja, es gab ja, Moni hat mittlerweile ein Pad dazu gemacht. Ich habe jetzt nicht, also was ich will, weiß ich. Da hatte ich ja mit Joachim auch schon bilateral Kontakt aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon an dem Stand sind, das Thema zu diskutieren, also wie viele Leute sich da eingetragen haben und so weiter. Moni, noch kurz. Ja, genau, können wir ja abfragen. Wer hat denn noch Bedarf, da was reinzuschreiben? Wer hat denn noch Wechselbedarf und hat sich da nicht betätigt? So. Das offen. Ich weiß nicht, ob Nico da was eingetragen hat, ansonsten, weil ich da noch nicht reingeguckt habe bis jetzt. Vorschlag, wir machen dann noch einmal, ist reine Arbeitsebene, eine interne Erinnerungsmail nochmal. Und nehmen das nächste Woche und zur Beschlussfassung mit die TU. Für nächste Woche. Und dann haben wir das für nächste Woche in der Beschlussfassung. Gut, wunderbar. Dann haben wir Campaigning, Besprechung, Konzept. Ich würde vorschlagen, wir haben ja auch unsere Klausurtagung, dass wir für den Bereich Campaigning dass wir das uns in aller Ruhe bis zur Klausurtagung anschauen. Und wir haben ja auch die Forschungsgespräche in diesem Zusammenhang und können dann direkt in die Diskussion auch mit dem Campaigner gehen. Das bietet sich an. Das ist sozusagen der Ersteinstieg, Bewertung, Umsetzung und Ausarbeitung aller Möglichkeiten, dass wir das nach der Sommerpause dann eigentlich direkt hier auch abstimmungsfähig haben könnten. Das wird dann ein ziemlicher Marathon, aber es sollte möglich sein. Wie seht ihr das? Ja. Daniel, bitte. Ja, ich habe es ja angeregt, dass wir darüber reden. Finde ich gut. Wenn das so als Konsens angesehen wird, dann lass uns das aber auch halt bitte so machen. Also ich würde das dann als informellen Beschluss irgendwie empfinden. Deswegen, also für mich fällt es in den Bereich des allerersten Arbeitsauftrages zur Einarbeitung. Das ist die Grundlage. Ich glaube, da müssen wir nichts beschließen, weil dafür. Nein, das Ding ist ja sozusagen Bestandteil der Einstellung. Okay,
Themenwochen in Fraktionssitzung habe ich hier stehen. Ich glaube, also Frank hatte da irgendwann mal was ausgearbeitet. Der ist jetzt nicht da, also lass uns das irgendwie nochmal wegbeamen. Machen wir ja immer wieder, wenn wir es schaffen, tun wir das zum Glück ja eh schon. Dann haben wir to be continued Strategie noch einen Satz. Und mein Verständnis ist, dass wir das auch in einer nächsten Fraktionsklausur aufrufen, mit einem Wunsch verbunden, dass allerdings dann, also wir haben schon oft über Strategien gesprochen, verschiedenster Natur, aber dass wir das dann irgendwann auch mal festzurren und loslegen. Also ganz so luftleer ist der Raum ja nicht, aber deutlich erweiterbar. Deswegen passt es ja auch kurz der Hinweis zum TDPA am 30.08. Steht halt so ja, hier ob mit das drin. Hinpasst, weiß ich nicht. Doch, also wenn ich in die Themenvorschläge reingucke, passt das. Ich war letzte Woche bei der BUFO-Sprechstunde, war es, glaube ich. Und ich hatte mich bereit erklärt, halt hier euch nochmal darüber zu informieren. Am 30.08. ist der TDPA. Es wurde gefragt, was aus der Fraktion dazu geplant ist. Ich möchte, dass jeder, der kommt, sich bitte in dieses Wiki einträgt, aber wir haben auch ein Pad aufgemacht, dass wir mal eben gucken, welche Themen können wir denn da anbieten. Ich persönlich finde, wir sollten vielleicht, bevor wir da was anbieten, tatsächlich auf der Klausurtagung auch nochmal darüber sprechen, weil von meinem Gefühl her ist jetzt eigentlich nicht mehr der Zeitpunkt, wo wir über jedes kleine Einzelfieselthema reden, sondern wir sollten gucken, dass wir tunlichst überlegen, wo geht die Reise hin 2017, welche Themen kommen da, und dann sollten wir auch unsere Energie und Kraft da reinstecken. Vielleicht da nochmal auch überlegen, mit welchen Themen können wir am TDPA die Basis unterstützen, wo können wir da thematisch auch nochmal Hilfestellung leisten oder zumindest eine Diskussion anleiern. Deshalb halt die Bitte, tragt euch von mir aus auch nur in das Pad ein, wenn ihr kommt. Der Björn wird das dann übertragen, dass wir eine Vorstellung haben, wer dabei ist und wer überhaupt Zeit und Lust hat, da auch aktiv was zu machen. Gibt es dazu noch weiteren Redebedarf? Okay, nicht. Vielen Dank, Moni. Dann noch auf die Schnelle, genau, so wie wir es bei der NRW-Bank haben, ein kurzer Gesprächsbeitrag zu dem Bereich BLB-Verwaltungsrat. Mich interessiert das auch sehr. Gut, in dem Kontext möchte ich meiner Verpflichtung als Mitglied dieser Fraktion nachkommen und mitteilen, dass, so wie es üblicherweise ist, dass der Herr gibt und der Herr nimmt, hier die Exekutive genommen hat in der Form, dass der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen alle Verwaltungsratsmitglieder wie auch mich abberufen hat aus der Funktion des Verwaltungsrats. Das ist eine Folge des Eckpunktepapiers bezogen auf die Strukturveränderung im BLB. Ein neuer Verwaltungsrat, der basiert auf Geschäftsordnung und Satzung des BLB und auch auf Basis des BLB-Gesetzes, ist bereits installiert, bestehend aus nunmehr nur noch 3 Staatssekretären und 5 Herrschaften aus der Immobilienwirtschaft, so möchte ich es mal sagen, die zwar namentlich in der letzten Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und Sondervermögen auf Nachfrage freundlicherweise genannt wurden. Dazu wird es auch noch eine Vorlage geben, sodass sich der Unterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen, wie aber auch wir insgesamt, uns dann auch mit den Persönlichkeiten einmal bekannt machen können. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und es wird in der Zukunft dann darüber diskutiert werden müssen in den Gremien dieses Hauses, des Hohen Hauses des Landtags, nämlich ob und inwieweit künftig eine parlamentarische Kontrolle gewährleistet werden kann. Zunächst, und das habe ich in der Sitzung des Unterausschusses massiv angemahnt, wird es wohl auch Aufgabe des Unterausschusses Landesbetriebe und Sondervermögen sein, die Kontrollfunktion des Landtags wahrzunehmen. Man hat mir da etwas widersprochen, so nach dem Motto, der Verwaltungsrat hätte ja keine Kontrolle ausgeübt, sondern sei ein
Beratungsgremium gewesen zu des Finanzministeriums. Das ist zwar einerseits richtig gewesen, andererseits hat selbstverständlich durch die parlamentarische Vertretung aller Fraktionen auch ein gewisser Grad von Kontrolle stattgefunden. Das hat zum Beispiel auch der Landesrechnungshof in seinen Prüfberichten im Hinblick auf zum Beispiel Bielefeld, Fachhochschule festgestellt und sich sehr intensiv zum Beispiel auch mit der Kontrollfunktion des Verwaltungsrats auseinandergesetzt. Sei es drum, da wird in der Zukunft sicherlich noch einiges zu bereden und zu beschließen sein. Ich wollte euch das nur an dieser Stelle mitteilen, nachrichtlich insofern. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar. Damit sind wir tatsächlich diese Woche am Ende des öffentlichen Teils angekommen. Wir haben 12.26 Uhr, wir haben also noch circa eine Stunde maximal Zeit, den nicht öffentlichen Teil zu behandeln. Ich würde diesen nicht öffentlichen Teil, ich kann das gerade ärgerlicherweise nicht umkopieren, ich möchte zuerst einen fraktionsöffentlichen, nicht öffentlichen Teil einberufen, damit wir bestimmte Dinge aufzeichnen können, nicht streamen, sondern aufzeichnen, um sie nachträglich veröffentlichen zu können. Hierbei sind, deswegen wollte ich die Personalia dann an die dritte Stelle packen, weil dann würden wir in den reinen, nicht öffentlichen Teil wechseln. Danke. Und dann vielleicht noch die Enquete noch vor die Personalia. Weil irgendwie, bei mir klappt das gerade nicht. Ich fliege selber auch immer raus. Großartiges Netz. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich den Stift schwingen. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche und bis dann. Tschüss.